Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sehr herzlich hier im Forum des Deutschen Beamtenbundes willkommen. Ich freue mich, dass Sie Interesse an dieser Veranstaltung haben und will Ihnen auch zu Beginn begründen, warum ich persönlich auch besonderes Interesse an dem Teilnehmerkreis dieser Veranstaltung, an den Diskussionsteilnehmern und an dem Thema habe. Wenn Sie sich ein Stück zurückerinnern, werden Sie sich sicher ohne Mühe wieder dem alten Thema, warum denn Deutschland irgendwann ein Instrument wie die Agenda 2010 gebraucht hat, erinnern. Das war damals im Bundestag eine durchaus kontroverse Diskussion. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte mehr Mühe in seinen eigenen Reihen, diese Agenda durchzufechten, als er sie mit mir, ich war damals Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag, gehabt hat. Ich konnte dieser Agenda ohne großes Zögern zustimmen, bin heute sogar eher der Auffassung, man müsste sich jetzt auf den Weg machen, eine Agenda 2020 zu entwerfen, denn das Wachstumspotenzial und die Strukturreform der alten 2010-Agenda ist ein Stück aufgebraucht. Und wenn man erneuten Schwung nehmen will und wettbewerbsfähig bleiben will, müsste man sich auf den Weg machen, eine neue zu entwerfen. Die Landschaft ist aber in Deutschland so, mindestens die politische, ich glaube auch die gesellschaftliche, dass die meisten schon wieder glauben, man könne sich von der Agenda 2010 eher verabschieden, als dass man sie weiter durchhalten müsste. Wir haben in unserem Nachbarland Frankreich, und Sie werden das im nächsten Jahr erleben, wenn sich dort nichts ändert, nahezu das berühmteste Beispiel dessen, dass man nicht willens und in der Lage ist, strukturelle Veränderungen herbeizuführen. Wir blicken alle auf die Mittelmeeranrainerstaaten, aber täuschen wir uns nicht, auch in den Kernstaaten der Europäischen Union gibt es eine sehr zögerliche Veränderungswilligkeit, um nicht zu sagen eher Veränderungsunwilligkeit. Deutschland, das haben Sie heute im Jahreswirtschaftsbericht in den Zeitungen gelesen, muss sich auf etwas geringere Wachstumsraten einstellen, aber täuschen wir uns nicht. Ich bin persönlich der Auffassung, wir sind sehr stabil. Und wenn wir kluge Entscheidungen treffen, können wir eigentlich mit Selbstvertrauen in die Zukunft blicken. Sie unterliegen vielleicht, wie ich auch manchmal, der Lektüre von Zeitungen, die dann tagespolitische Erfordernisse berichten. Ich will in wenigen Beispielen sagen, warum ich glaube, dass wir Aufgaben auch mit Selbstvertrauen meistern können. 84% der Unternehmen in Deutschland sagen, sie finden das Land gut, sie wollen hier bleiben, sie finden die Rahmenbedingungen gut, man könnte zwar noch einiges ändern, aber im Wettbewerb zu anderen ist das ein ausgezeichneter Standort. Wir haben über 1000 Weltmarktführer im Bereich mittlerer und kleiner Unternehmen. Das glaubt niemand. Ich bin selbst über die Zahl sehr erstaunt gewesen. Da bewegt sich der Kleinste mit dem Mittleren und dem Größeren. Es gibt kein Land der Welt, das diese Dimension an Weltmarktführung hat, wie wir sie haben. Ich will es Ihnen sagen, das sind mehr als die USA, Japan, China, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und die Schweiz zusammen haben. Wenn ich dann manche Szenarien beobachte, wir sollten das Buch zumachen und wir kämen überhaupt nicht mehr weiter, dann bin ich sehr überrascht. Das Land hat ungeheure Stärken. Bei einer Umfrage unter Entscheidungsträgern, welches Land denn in der Europäischen Union, welche Länder überhaupt die zukunftsträchtigen Länder seien, liegt Deutschland mit 56% vor Frankreich, Großbritannien und Polen. Wir haben die höchste Beschäftigungsquote. Wir haben eine unheimlich geringe, Gott sei Dank, Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben weniger Bedarfsgemeinschaften in Hartz IV. Wir haben 900.000 Menschen, die aus dieser Hartz IV-Geschichte in Arbeitsplätze mittlerweile hineingelangt sind. Wir haben weniger Kinder in Hartz IV.
Ich könnte die Zahlen beliebig fortsetzen. Sie sind Zeichen von Stärken, die wir kaum noch beobachten, die wir gar nicht realisieren, weil wir uns mit den bedrohlichen Perspektiven und dem Alarmismus, der leider auch in einer Medienlandschaft um sich gegriffen hat, beschäftigen und den Blick verlieren, was tatsächlich die Stärken dieses Landes sind. Es ist unsere Aufgabe, diese Stärken zu sehen und aus Risiken Chancen zu machen. Deutschland diskutiert über die zukünftigen Möglichkeiten und über seine Wettbewerbsfähigkeit. Es spricht nichts dafür, meine Damen und Herren, dass trotz aller Unkenrufe die Zukunft, so schreibt Herr Paquet, ein Stoppsignal setzen würde. Niemand kennt sie genau. Der Club of Rome hat das Ende der Welt praktisch schon beschrieben über Rohstoffknappheit in den 70er Jahren. Wir leben heute immer noch. Und wir erschließen Rohstoffe. Wir haben technologische Substitution. Wir haben eine Höchstleistungsfähigkeit. Ich glaube, wir müssen über das Thema Zukunftsfähigkeit, Fortschritt neu nachdenken. Wir müssen uns nicht Bedrohungsszenarien nur unterwerfen. Das sage ich auch für den politischen Liberalismus, der immer eine Bewegung für Offenheit, für Fortschritt, für neue Erkenntnisse war. Es ist nicht so, dass man nur ein Wachstumskonzept vertreten würde, das immer mehr. Wachstum heißt immer besser. Immer besser und nicht nur mehr. Und die Fähigkeit, durch Lernen sich Wissen anzueignen und zu Fortschritt zu führen, ein Begriff, der heute bei den wenigsten Parteien überhaupt noch vorkommt. Die meisten vertreten Betreuungskonzepte gegen die Globalisierung. Die wenigsten sagen, wie man Probleme bewältigen kann. Meine Empfehlung als Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung an die uns befreundete Partei ist, sich dem Letzteren zuzuwenden. Nachhaltiges Wachstum, Vorbereitung für die nächste Generation zu sehen. In den letzten Monaten, auch verbunden mit der Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika, lesen wir immer mehr, dass das pazifische Jahrhundert angebrochen sei. Die meisten unserer Mitbürger sind beeindruckt von den Wachstumsraten von Singapur, von Indonesien, von Korea, von China und von weiteren asiatischen Staaten. Ja, mein Gott, nochmal, Wachstumsraten sind doch nicht alles. Auf einmal sind alle erschreckt nach der Vergewaltigung in Indien, dass das Land sehr volatil ist, dass es nicht im Vergleichbaren eine Zivilgesellschaft hat wie die Bundesrepublik Deutschland. Helmut Schmidt ist der größte Weltökonom. Er sitzt in der Talkshow und sagt, die Chinesen sollen nach ihrer Fassung selig werden. Ja, weiß Gott, ja. Aber wenn da Leute bedrängt werden, wenn es keine Meinungsfreiheit gibt, bin ich nicht seiner Auffassung. Singapur ist ein autoritärer Staat, die mögen Wachstumsraten haben wie noch was. Aber in einer solchen Gesellschaft möchte ich nicht leben. Schwellenländer werden beschworen, die stärker sind als wir. In Südafrikanischen Union ist das für mich eine einzigartige Enttäuschung. Da ist eine umgekehrte Apartheid-Politik heute im Schwange. Wer sagt uns denn, dass die Schwellenländer so bleiben werden, wie sie sind, mit mangelnder Zivilgesellschaft, wenn es nicht gelingt, die aufzubauen. Meine Damen und Herren, ich wollte die Veranstaltung heute Abend haben, weil einem Publikum mal klar gemacht werden muss, wir haben alle Chancen, wettbewerbsfähig in der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Und wir müssen ein pazifisches Jahrhundert nicht fürchten, wenn wir nur beherzigen würden, wo unsere Stärken liegen, dass die gestärkt werden müssen, wenn die politischen und gesellschaftlichen Eliten in Deutschland den Lissabon-Prozess eines innovativen Europas wirklich unterstützen würden. Wir sind besser, als wir uns selbst einschätzen und als manche andere uns einschätzen. Und wir haben allen Grund, mit Optimismus und mit Selbstvertrauen in die Zukunft zu blicken. Ich will damit abschließen und will mich bei Alexander Neubacher, Wirtschaftsredakteur des Spiegel, Autor vielfacher Bücher, herzlich bedanken, dass er die Diskussionsleitung übernimmt. Herr Neubacher, seien Sie uns herzlich willkommen. Schön, dass Sie das heute Abend unternehmen. Und damit will ich auch das Ganze schon an Sie übergeben.
die Diskussionsleitung und auch die Vorstellung unserer Gäste. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich mit Ihnen auf spannende 2 Stunden der Diskussion. Meine Damen und Herren, guten Abend. Mut zur Zukunft, ein großes Thema. Die jüngsten Umfrageergebnisse der FDP können damit nicht unbedingt gemeint sein. Es gilt ja vielleicht, aber auch gerade in diesen Zeiten, Mut zur Zukunft, jenseits von Angst und Pessimismus, gerade in dieser Partei. Ich bin kein FDP-Mitglied. Ich bin trotzdem froh, dass es diese Debatte heute gibt, wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate anguckt, auch die in dem Blatt, für das ich selber arbeite, also für den Spiegel, und auch die der Geschichten, an denen ich selber mitgeschrieben habe, dann muss man sagen, der Weltuntergang, der steht ja praktisch gleichsam immer schon eigentlich in der nächsten Woche bevor. Nichts begeistert uns Journalisten so sehr wie die Aussicht auf eine düstere Zukunft. Und dieser Leidenschaft kommen wir dann auch regelmäßig nach. Umso interessanter, heute über vielleicht die andere Perspektive zu reden. Ich hoffe, wir kriegen eine spannende Diskussion hin und ich bin sicher, dass wir die Gäste und die Diskutanten haben, die eigentlich alles mitbringen, damit es interessant und spannend wird. Ich stelle Ihnen die Gäste kurz der Reihe nach vor. Als erstes Petra Pinzler von der Zeit. Am besten da ganz außen. Petra Pinzler arbeitet nicht nur bei der Zeit, sie hat auch ein Buch geschrieben, das ist im Herbst 2011 erschienen. Immer mehr ist nicht genug, ist der Titel des Buchs. Sie sagt, Wachstum als Leitgedanke der Politik hat keine Zukunft. Sie sagt, dass wir statt von einem besseren Bruttoinlandsprodukt zu träumen, uns vielleicht besser konzentrieren sollten auf ein höheres Bruttosozialglück. Das ist der Untertitel Ihres Buchs und wir sind gespannt, was sie damit meint. Eine völlig andere Position zu dem Thema, auch ein ganz anderes Buch hat geschrieben, Professor Karl-Heinz Paquet. Wirtschaftsminister AD Sachsen-Anhalt, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Magdeburg, auch Buchautor, sein Buch heißt Wachstum und das heißt nicht nur Wachstum, sondern hinter dem Wachstum steht auf dem Umschlag auch ein Ausrufungszeichen, also ein Bekenntnis zu Wachstum. Er sagt, Wachstum sei überhaupt der einzige Weg, wie die großen Ziele der Menschheit erreicht werden könnten. Der nächste in der Runde ist Michael Mirsch. Auch er hat ein Buch geschrieben, viele Bücher geschrieben, unter anderem das Lexikon der Ökoirrtümer. Er bezeichnet sich selber, glaube ich, als Fortschrittsoptimist. Das ist seine Position. Jetzt ist er Ressortleiter unter anderem Forschung, Technik, Medizin beim Fokus. Er hat zuletzt eine kleine Kolumne geschrieben mit einem schönen Titel, die hieß Angst, Essen, Zukunft auf. Und ich glaube, von Ihnen stammt auch die Idee, die Religion der Angst mal einzuführen in die Debatte, also auch die Angstlust, die dahinter steht, wenn wir Deutschen gerade uns jedes Mal Sorgen machen über das, was auf uns zukommt, dazu mehr. Und der vierte in der Runde ist Professor Burkhard Schwenker, Chairman von Roland Berger. Von ihm stammt auch ein sehr bemerkenswerter Satz, den ich gelesen habe, nämlich knappe Ressourcen sind keine Wachstumsbremse, sondern können ein Wachstumshebel sein. Eine interessante These und ich bin ganz gespannt, was er dazu sagt. Er fängt einfach an, seine Position zu erläutern. Das machen wir dann nachher reihum. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Gäste. Oh, hoppla, das bewegt sich hier. Ich glaube, es war der Fokus, ich bin mir nicht ganz sicher, der vor etwa einem Jahr ein Interview mit mir überschrieben hatte mit der letzte Optimist. Das war damals im Zusammenhang mit einer Konjunkturprognose von mir. Die ist nicht eingetreten. Da bin ich auch ganz ehrlich, die war zu optimistisch, aber trotzdem habe ich meinen Optimismus nicht verloren und deswegen freue ich mich heute Abend sehr, mit Ihnen über Mut zur Zukunft zu diskutieren. Lieber Gerhard, vielen Dank für dieses Leitthema. Ich persönlich glaube, es ist genau die Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Eines meiner Lieblingszitate, meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang kommt von Winston Churchill, der einmal gesagt hat,
Ein Pessimist sieht in jeder Gelegenheit eine Schwierigkeit, ein Optimist in jeder Schwierigkeit eine Gelegenheit. Und natürlich liegen Schwierigkeiten vor uns, aber ich persönlich glaube, dass wir mehr Gelegenheiten haben. Und darüber möchte ich jetzt kurz reden, orientiert. Und ich gebe zu, ich habe es mir da etwas einfach gemacht und hoffentlich nicht zu Ihren Lasten, orientiert an den 4 Leitfragen, die die Friedrich-Naumann-Stiftung dem Symposium zugrunde gelegt hatte. Die erste Frage war, kann man die Krisen der Zeit als auch Chance begreifen? Und ich glaube ja, vor allem deswegen, das ist zumindest meine Überzeugung, weil man aus Krisen lernen kann. Und mein Optimismus geht auch darauf zurück, weil ich glaube, dass die letzten 2 großen Krisen, die Wirtschaftskrise und die Eurokrise, gezeigt haben, dass die Lehren, die wir daraus ziehen können, auf unsere Stärken einzahlen. Lass mich ein paar Beispiele machen. Wir haben gelernt, dass die Realwirtschaft zählt, wenn es um nachhaltiges Wachstum geht. Paul Volcker, der ehemalige Berater von Präsident Obama, hat auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise in Amerika gesagt, we Americans must get back to the belief that we can produce something. Und ich finde, er hat nicht nur Recht damit gehabt, er hat auch genau die Stärken angesprochen, Herr Gerhard, Sie haben das erwähnt, die wir in Deutschland haben. Und deswegen hat er hinzugefügt, ich habe mich sehr darüber gefreut, er hat nämlich gesagt, I always say that we should take Germany as a role model. Ich finde, das sagt alles in meinen Worten, ich habe da häufig drüber gesprochen, industrielle Kompetenz zählt, ich werde darauf zurückkommen. Wir haben gelernt, finde ich, dass wir ein integriertes Europa brauchen, wenn wir mit den Krisen dieser Welt fertig werden wollen, wenn wir die Chancen, die in diesem Binnenmarkt stecken, tatsächlich nutzen wollen, um Wachstum zu generieren. Ich spreche deswegen immer gerne von einer Revitalisierung des europäischen Binnenmarktes. Und die Krise hat gezeigt und auch dazu geführt, dass wir diese Themen endlich angehen. Und deswegen finde ich schon, ist sie wirklich eine Chance. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir haben gelernt, betrifft uns ja alle sehr häufig, dass wir uns auf Trends und Prognosen nicht mehr verlassen können. Sie brechen schnell, sie ändern ihre Richtung, sie geben uns keine Orientierung mehr. Das macht Politik, aber auch Unternehmensführung schwieriger und komplexer. Es heißt aber auf der anderen Seite, das, was wirklich zählt, sind fundamentale Stärken. Das, was wirklich notwendig ist, ist auch in gewisser Weise der Mut zur eigenen Meinung, weil es wenig bringt, immer gerade dem herrschenden Mainstream nachzulaufen. Und das, was zählt, und auch das für mich ein Ergebnis dieser Krisen, ist die Fähigkeit zur Reflexion. Ich glaube, dass wir in Deutschland, aber auch in Europa, zumindest in Kontinentaleuropa, genau diese Kompetenzen und Stärken haben. Ulrike Reisach hat in einer, wie ich finde, bemerkenswerten, kulturvergleichenden Analyse zwischen Amerika und Europa herausgefunden, dass Amerika, wie sie sagt, für eine Kaufmannskultur steht, mit dem Streben danach, auch jetzt immer noch nach der Krise, kurzfristige Erfolge zu erreichen und persönlich reich zu werden, während Europa für eine, wie sie sagt, und ich finde, sie trifft das im Kern, für eine Handwerkskultur steht, mit dem Streben danach, etwas Dauerhaftes, Bleibendes, nachhaltig zu schaffen. Und ich glaube, dass sie recht hat. Ich habe viel in Europa gearbeitet und habe dieses Empfinden mitgenommen. Und ich glaube, dass das auch genau die Werte sind, die wir brauchen, wenn es um nachhaltiges Wachstum geht. Denn nachhaltiges Wachstum wird uns nur dann gelingen, wenn es uns gelingt, die wirklich großen Herausforderungen, Herr Gerz, Sie haben das angesprochen, Klimawandel, Demografie, Ressourcenknappheit mit Wachstum zu verbinden. Und das heißt für mich, wenn es gelingt, den Umgang mit knappen Ressourcen in Wachstum umzusetzen. Das bringt mich zu der zweiten Frage, die Sie vorangestellt haben, nämlich, gibt es nicht auch intelligente, innovative Lösungen für diese Herausforderungen? Ich bin überzeugt davon, dass es die gibt oder dass wir sie mit unseren Kompetenzen finden können. Jetzt bin ich weder Ingenieur noch Naturwissenschaftler, deswegen erlauben Sie mir einen, wenn ich das so sagen darf, unternehmerischen Ansatz dazu. Aus meiner Sicht, und das ist tiefe Überzeugung von mir, ist es grundfalsch, diese Herausforderung, also nochmal Klimawandel, Demografie, Ressourcen, Knappheit immer als Bedrohung zu verstehen. Sie kennen das und das steht ja auch häufig genug in der Presse, wenn ich das aufgreifen darf. Also, unsere Sozialsysteme brechen, wir überaltern, unserer Industrie wird die Rohstoffbasis entzogen, Wachstum treibt den Klimawandel. Ich glaube, wir können diese Herausforderungen auch als Chance sehen, die damit verbunden ist. Denn Knappheit, hier spricht der Betriebswirt, an Menschen, an Ressourcen oder an Umwelt, eröffnet immer industrielle Wachstumschancen. Weil eine Antwort auf Knappheit in Produktivitätswachstum, beschleunigter Produktivität liegt. Also intelligente Produktionssysteme,
grüne Technologien, Automatisierung, neue Mobilitätskonzepte, Energieeffizienz. Ich könnte das ewig weiter fortsetzen. Für mich heißt das, es geht immer um einen intelligenten Querschnitt aus Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, hochwertigen technischen Dienstleistungen. Und weil wir in Deutschland genau dafür stehen, bin ich davon überzeugt, dass uns diese, wie ich sage, industrielle Kompetenz auch in Zukunft ganz erhebliche Wachstumspotenziale bieten wird. Das bringt mich zur dritten Frage. Ist nicht gerade Deutschland, so hatten Sie das formuliert, Herr Gerhard, mit seinen Unternehmen, unserer technologischen Leistungsfähigkeit, unserer, ich halte das für ganz wichtig, exzellenten Berufsausbilder. Es ist wirklich das duale System, das uns zu diesen Fähigkeiten gebracht hat, nicht dafür prädestiniert, Lösungen zu entwickeln. Das war die Frage, um das zu Ende zu bringen. Ich glaube ja, und ich habe diese Frage eigentlich auch schon beantwortet, denn das, was immer wieder unterschätzt wird, und ich stelle das in vielen internationalen Diskussionen fest, ist die Kraft und Einzigartigkeit der deutschen Wirtschaft. Aus dem Mix heraus, Herr Gerhard, den Sie angesprochen haben. Wir haben große Konzerne, aber wir haben diesen starken Mittelstand mit den 500 Weltmarktführern und den 1000 Unternehmen, die auf den Plätzen 2 und 3 liegen. Und wenn man genau hinschaut, dann zeigen die Rankings des World Economic Forums, ich werde das deswegen, weil uns das ja wieder bevorsteht, zur Wettbewerbsfähigkeit der großen Industrienationen, dass wir in Deutschland, aber eben auch viele andere kontinentaleuropäische Länder, die ersten Plätze belegen, was die Einzigartigkeit unseres Wettbewerbsvorteils betrifft. So drückt das World Economic Forum aus und meint damit unsere Fähigkeit, uns besser zu differenzieren, und zwar global. Was unsere Fähigkeit betrifft, Zulieferverbünde aufzubauen und, das ist für mich der wichtigste Punkt, was die Intelligenz unserer Produktionsprozesse betrifft. Und vor allem, ich möchte das noch einmal deutlich sagen, auch aus meiner Erfahrung als Berater, unsere Unternehmen werden gut geführt, sie sind flexibel, sie differenzieren sich, ich hatte es erwähnt, sie sind dezentral aufgestellt, das heißt, sie verstehen die Kulturen in anderen Ländern besser als viele andere. Das ist ein großer Vorteil, den man hat, wenn man aus Europa kommt. Und sie sind in vielen Fällen nicht diesem amerikanischen Shareholder-Value-Wahnsinn aufgesessen. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen meine Leitthese. Ich glaube, sie folgen einem überlegenen europäischen Management-Stil. Und ich bin sicher, dass wir in den nächsten Jahren viele Vorteile daraus ziehen werden können. Und das bringt mich zu der vierten Frage. Wie viel Vertrauen haben wir noch in die Leistungsfähigkeit unseres Landes? Ich glaube, ich muss das nicht unterstreichen. Ich habe großes Vertrauen, sonst hätte ich die ersten Fragen nicht so beantwortet. Wir haben kürzlich, das ist für mich ein wichtiges Thema, weil es auch meine Kernthesen betrifft, noch einmal untersucht, welche Zusammenhänge es gibt zwischen der Industrie in einem Land und seiner Wachstumsfähigkeit, also dem Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung, wenn ich das technisch ausdrücken darf, oder meiner flapsigen Bemerkung der industriellen Kompetenz und dem Wachstumspotenzial, das dahinter steht, mit sehr überzeugenden Ergebnissen. Deutschland liegt, Sie hatten das erwähnt, Herr Gerhard, mit einem Industrieanteil von 22,6%, ich weiß die Zahl jetzt ganz genau, weil wir diese Studie gemacht haben, weit vor allen anderen großen Wirtschaftsnationen. Und allein in den letzten 3 Jahren sind wir durchschnittlich auch weitaus schneller gewachsen als vergleichbare Volkswirtschaften, nämlich mit 2,6%. Das Gegenteil. Und hier liegt das Risiko für Europa. Das Gegenteil zeigen Großbritannien und Frankreich, die in den letzten 10 Jahren massiv deindustrialisiert haben, auf Finanzwirtschaft gesetzt haben. Das gilt zumindest für Großbritannien. Deswegen hat der britische Treasurer völlig recht, wenn er sagt, das Motto heißt Less City, More Industry. Das ist das, um was es geht. Denn diese Länder liegen gerade einmal bei 10% Industrieanteil, also nur halb so hoch wie der, den wir in Deutschland haben. Und die Wachstumsraten, die sie erzielt haben, sind bescheiden, sie sind weniger als halb so hoch. Diese negative Korrelation zeigt sich natürlich, das überrascht jetzt niemanden, auch für Spanien, für Portugal, natürlich für Griechenland. Die positive Korrelation zeigt sich wieder. Und das sind, glaube ich, wichtige Referenzländer für uns in Skandinavien und auch, was mir viel Hoffnung macht, gerade in Osteuropa. Also, industrielle Kompetenz zählt, und für mich gibt es noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Es ist nicht nur die aktuelle industrielle Stärke, die wir haben, sondern perspektivisch vor allem die Fähigkeit, Industrie und Dienstleistung zu neuen Lösungen zu verbinden. Mir ist dieser Punkt deswegen wichtig, weil ich glaube, dass eine zentrale These der Wissensgesellschaft falsch war, nämlich die,
dass sich hochwertige Dienstleistungen irgendwo auf der Welt ansiedeln. Das, was wir heute feststellen, ist, sie siedeln sich dort an, wo es industrielle Kerne gibt. Und das heißt hier bei uns, und das schafft uns Zukunftspotenzial. Das heißt, es geht tatsächlich darum, diese industrielle Stärke, wie Sie gesagt haben, ich finde das gut, stärken, zu verstärken durch eine kluge Wirtschaftspolitik, durch Investitionen in Forschung und Entwicklung und durch, halte das für ganz wichtig, gerade auch im Zusammenhang mit dem dualen Bildungssystem, durch faire Bildungschancen für jeden in unserem Land und, ich würde gerne hinzufügen, auch für jeden in Europa, denn das ist das entscheidende Thema, gerade in Spanien und gerade in Italien. Ich glaube aber auch, dass zu diesen Rahmenbedingungen ein positives Verhältnis zum Wachstum führt. Sie haben das angesprochen, Herr Gerhard, der Club of Rome war falsch damals, weil er die Kraft und die Fortschrittsfähigkeit des technologischen Fortschritts oder dieser industriellen Kompetenz unterschätzt hat. Und deswegen glaube ich, statt über knappe Ressourcen zu jammern, wenn ich das so sagen darf, sollten wir die Chancen sehen, die dahinterstehen und tatsächlich auf Wachstum setzen. Wachstum ist für mich positiv belegt. Es steht für Innovation, es steht für Dynamik, es steht auch für Veränderung und damit für Mut für die Zukunft. Vielen Dank. Ja, danke schön, Herr Professor Schnecke. Bevor Michael Miersch Ihnen auch vielleicht ein bisschen persönlich erzählt, was Ihnen zu seiner Position der heutigen gebracht hat, wollte ich kurz doch die Gelegenheit nutzen, das gerade zitierte Buch hochzuhalten, Die Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Das Buch hat vor genau 40 Jahren den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen und meine Lieblingsseite in diesem Buch ist eine Tabelle, in der man lesen kann, wann welche Rohstoffe zu Ende gehen. Da wurde dann in einem optimistischen Szenario damals erwartet, dass man noch etwa 5-mal mehr von dem finden würde in der Erde, was zu dem damaligen Zeitpunkt bekannt war. Und dann hat man den Weltcomputer World 2 angeworfen und kam dann hinterher auf folgende wirklich schockierende Erlebnisse. Gold werde im optimistischen Szenario im Jahr 1999 zu Ende gehen. Man fragt sich, wieso man damals geglaubt hat, Gold werde weggeworfen nach einmaligem Gebrauch. Silber im Jahr 2012, also im vergangenen Jahr, wäre das Silber alle gewesen, Kupfer 2018 und Erdgas und Erdöl im Jahr 2019 und 2020. Nur gut, inzwischen sind neue Auflagen und Ausgaben dieses Berichts herausgekommen. Grundsätzlich können wir sagen, wir haben noch ein paar Jahre länger mit den Ressourcen zu arbeiten. Das ist das Ergebnis der aktualisierten Studien. Aber im Grundsatz ist man dabei geblieben, dass die Aussage, die da drin steht, doch schon richtig sei. Ich habe mich amüsiert, als ich das fand. Herr Miersch. Ich wollte mein Wasser noch mitnehmen. Ja, wie der Herr Neubacher jetzt schon gesagt hat, wird es jetzt etwas persönlicher. Der Titel des kurzen Vortrags ist, warum ich Optimist geworden bin. Und es wird auch ein bisschen globaler, geht über Deutschland hinaus und ein bisschen mehr zu den Themen der Umwelt, mit denen ich mich so befasse, etwas weniger ökonomisch. Optimismus gilt unter deutschen Intellektuellen als eine Art amerikanische Geisteskrankheit, unter Journalisten übrigens auch. Optimisten, das sind die Typen mit rosa Brille, die nicht sehen wollen, wie schrecklich die Realität ist, so wie diese amerikanischen Think-Positive-Gurus. Entweder sie verdrängen oder sie sind schlecht informiert. Wodurch jeder weiß, dass unser Planet demnächst untergehen wird. Wenn nicht an der Finanzkrise, dann natürlich an der Klimakatastrophe, einem im Nahen Osten entbrennenden Krieg oder an Gentechnik in Schokoriegeln. Solche Schönredner sind bestimmt von finsteren Mächten bezahlt, damit die Industrie weiterhin Profit aus ihren gefährlichen und bestenfalls überflüssigen Produkten schlagen kann. Während Amerikaner also dieses Yes-We-Can-Gefühl mit der Muttermilch aufsaugen, gehört die Konzentration auf drohendes Unheil zur mentalen Grundausstattung Deutschlands. Vielleicht nicht aller Deutschen, aber fast aller, die mit dem Erklären, Deuten und Interpretieren der Welt beschäftigt sind, gern auch Meinungsführer genannt oder geistige Elite, also die Lehrer, Journalisten, Pfarrer, Künstler, Theater, Filmleute. Kaum etwas
Die habe ich jetzt höflicherweise ausgespart, die Politiker. Kaum etwas ruft in diesen Kreisen mehr Empörung hervor als Optimismus. Ich habe das oft ausprobiert, da ich mit meinem Kollegen Dirk Maxseiner ein paar Bücher geschrieben habe, in denen wir argumentieren, dass die Welt besser ist, als die meisten deutschen Intellektuellen zu wissen glauben. Und damit bin ich schon bei meiner These. Die düstere deutsche Weltsicht ist genauso verzerrt und genauso falsch wie die naive amerikanische Think-Positive-Brille. Es fällt auf, dass ausgerechnet meine Generation andauernd den Weltuntergang erwartet. Die erste Generation von Deutschen oder von Mitteleuropäern insgesamt, die ihr ganzes Leben in Frieden und Wohlstand und sofern sie im Westen aufgewachsen sind, auch in Freiheit verbracht haben, eine einmalige historische Situation, eine Generation, die so alt wird wie noch keine vor ihr, fühlt sich unentwegt bedroht. Ich bezweifle, dass die Welt demnächst untergeht. Ich bestreite, dass die Gegenwart durch und durch schlecht ist. Und ich glaube nicht, dass früher alles besser war. Zukunftsoptimismus halte ich nicht für eine amerikanische Geisteskrankheit, sondern für eine durchaus berechtigte Lebenshaltung. Wie konnte ich auf diese schiefe Bahn geraten? Ich habe mir meinen Optimismus hart erarbeitet. Motto: Wer die Welt in einem etwas besseren Licht sehen möchte, der sollte sich möglichst lange im Dunkeln aufgehalten haben. Und das habe ich im ausreichenden Maße getan. Als Redakteur des deutschen Umweltmagazins Natur beschwor ich Monat für Monat den dräuenden Weltuntergang. Der Tod war mein ständiger Begleiter. Waldsterben, Robbensterben, Vogelsterben und sogar ein Spermiensterben schien unmittelbar bevorzustehen. Zum Glück weigerte sich das richtige Leben hartnäckig, der redaktionellen Linie zu folgen. Und zu einem besonders krassen Fall von Insubordination kam es während einer Redaktionskonferenz in den 90er Jahren. Es war Frühling und durchs geöffnete Fenster drang mitten in der Stadt das Lied einer Mönchsgrasmücke. Was ein junger Praktikant mit der vollkommen unpassenden Bemerkung quittierte: Da pfeift schon wieder einer eurer ausgestorbenen Vögel. Das Lachen entfaltete eine subversive Wirkung und die Mönchsgrasmücke begann ganz leise an meinen Überzeugungen zu rupfen. Immer öfter standen die Recherchen dem gewohnten Lamento im Weg. Sie brachten zutage, dass Luft und Flüsse sauberer wurden, dass die Waldfläche zunahm und verloren geglaubte Tierarten zurückkehrten. Was tun? Konnte man das unseren Lesern zumuten? Maxseiner und ich versuchten es. Unsere frohen Botschaften über neue Erkenntnisse und Erfolge im Umweltschutz führten zu einer Welle von Abbestellungen, was uns sehr schnell auf die rote Liste der bedrohten Redakteure brachte. Unsere Abonnenten machten uns unmissverständlich klar, was sie wollten: Bitte keine Fakten, gebt uns düstere, hoffnungslose, unlösbare Desaster und verschont uns mit Lösungen. So lernten wir eine neue Erscheinung kennen, die mich seitdem begleitet. Einst wurde der Überbringer schlechter Nachrichten geköpft oder endete im Kerker. Mittlerweile ist es umgekehrt. Schlechte Neuigkeiten scheinen ausgesprochen willkommen zu sein. Frohe Botschaften lösen Verdacht aus. Die Nachricht Atomkatastrophe in Fukushima wird mit einem wohligen Gruseln und einer gewissen Genugtuung aufgenommen. Wir haben ja schon immer gewarnt. Die Tatsache jedoch, dass kein einziger Mensch dort eine tödliche Strahlendosis erhielt, führt, spricht man sie einmal aus, so oft zu einer nachhaltigen Verärgerung der Gesprächspartner. Wer in einer Runde deutscher Kulturpessimisten darauf hinweist, dass die wichtigsten Indikatoren für das Wohlergehen der Menschheit sich immer besser entwickeln, der erzielt eine durchschlagende Wirkung. So etwas wie jemand, der in einem katholischen Gottesdienst ein Präservativ aufbläst. Beides hält jung, fördert allerdings nicht das Sozialprestige. Besonders tüchtig im Verbreiten trüber Aussichten ist meine Branche, die Medien. Ist die Sachlage nicht deprimierend genug, dann hilft kreative Interpretation. Das oberste Gebot des Journalismus lautet, wie wir alle wissen, nur schlechte Nachrichten sind Nachrichten. Ein besonders schönes Beispiel, wie man aus einer guten Neuigkeit eine schlechte machen kann, fiel mir vergangenen Oktober in der Tagesschau auf. Das Faktum, dass der Meldung zugrunde lag, war eigentlich, könnte man sagen, erfreulich. Die Lebenserwartung steigt, nicht nur in den reichen Industrieländern, sondern in den Entwicklungsländern. Und was machte die Tagesschau daraus? Die Weltbevölkerung altert immer schneller. Meine
Lieblingsüberschrift stand in einem Artikel, der davon berichtete, dass die Waldfläche in den Alpen zunimmt, also wir immer mehr Wald in den Alpen haben. Die Überschrift lautete: Bauminvasion gefährdet Almwiesen. Und wie wir alle wissen, sind nicht nur die Almwiesen bedroht, sondern wir alle. Wie leicht man Menschen Angst einreden kann, das zeigte ein Versuch des Journalisten David Harnasch, Chefredakteur der Zeitschrift Liberal, die ich an dieser Stelle jedem empfehlen möchte. Er ging in Freiburg auf die Straße und sammelte Unterschriften für ein Verbot von Dihydrogenmonoxid. Dihydrogenmonoxid ist nichts weiter als eine etwas umständliche chemische Bezeichnung für Wasser. David gab den Menschen, die er ansprach, folgende Informationen. Dihydrogenmonoxid ist in fast allen Nahrungsmitteln enthalten, auch in Babynahrung. Bauern spritzen es auf die Felder. Und wer es pur einatmet, stirbt. Keiner der Befragten wollte genau wissen, was das für eine Substanz ist und ob sie vielleicht auch für irgendwas gut sein kann. Es genügte der Klang einer nicht geläufigen Vokabel aus der Chemie und alle Angesprochenen gaben ihre Unterschrift. Ich will mich mit dieser wahren Geschichte nicht über den Bildungsstand der Bevölkerung lustig machen. Auch ich hätte nicht auf Anhieb gewusst, was Dihydrogenmonoxid ist. Ich will damit nur zeigen, dass schon eine unbekannte chemische Bezeichnung genügt, um Angst zu erzeugen, denn Chemie steht unter Generalverdacht. Das schlimmstmögliche Szenario für wahrscheinlicher für wahr zu halten, gilt als Ausweis für Intellektualität und für kritisches Bewusstsein. Wer besonders Schlechtes erwartet, ist hierzulande immer auf der sicheren Seite. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mal ein paar Fakten benennen. Wer sich die Mühe macht und die Berichte der UN und anderer internationaler Institutionen mal wälzt, kommt zu einer überraschenden Erkenntnis: Die Welt wird besser. Entgegen dem Eindruck, den wir tagtäglich durch Zeitungen, Fernsehen und andere Medien vermittelt bekommen. Was in Deutschland zum Beispiel kaum bekannt ist, trotz der Wirtschaftskrisen, ist die Armut weltweit zurückgegangen, und zwar sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen. Können Sie sich noch an die Millenniumsziele erinnern? Das war diese globale Zielvorgabe, die im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen formuliert wurde, beim bisher größten Treffen von Staatsoberhäuptern und Regierungschefs. Im Frühjahr 2012, also letzten Jahres, konnte die Weltbank verkünden, dass das wichtigste Millenniumsziel erreicht ist, die Halbierung der weltweiten Armut bis 2015. Allerdings machte das in Deutschland keine Schlagzeilen. Und noch ein weiteres Millenniumsziel wurde vor 2015 erreicht, und zwar letztes Jahr ebenfalls. Nahezu gleich viel Mädchen wie Jungs besuchen heute Grundschulen. Es gibt immer weniger Kriege und immer weniger Kriegstote, trotz Irak und Afghanistan. Die Zahl der bewaffneten Konflikte mit 1000 oder mehr Toten sinkt seit mehr als einem halben Jahrhundert und hat sich gemessen am Stand von 1990 halbiert. Die Hauptsorge vieler Deutscher gilt der Klimaerwärmung. Leider wird in der hiesigen Berichterstattung nur selten erwähnt, dass die globale Durchschnittstemperatur seit Ende der 90er Jahre stagniert und nicht mehr angestiegen ist. Als das staatliche britische Met Office, eine der weltweit wichtigsten Institutionen, die den Klimawandel erforschen, dies im Dezember bestätigte, war dies ein großes Thema in England und schaffte es in allen großen englischen Zeitungen auf Seite 1, aber nach Deutschland drang diese Nachricht nicht vor. Die Erde wird immer grüner. Satellitendaten belegen, die Vegetation nimmt fast überall zu. Wissenschaftler vermuten, dass der Anstieg des Kohlendioxids in der Atmosphäre die Ursache dafür ist. Gute Neuigkeiten gibt es auch in Sachen Energieressourcen. Wir haben es eben schon gehört. Durch überraschende Funde und neue Fördermethoden ist die erwartete Knappheit in weite Ferne gerückt. Was jedoch nicht dazu geführt hat, dass die Industriestaaten wieder so verschwenderisch mit Öl und Gas umgehen wie früher. Entgegen dem Trend in den Schwellenländern sinkt in den Industriestaaten, in den alten Industriestaaten, der Verbrauch seit Jahren. Die Lebenserwartung steigt weiterhin, und zwar auch in den armen Ländern. Im globalen Durchschnitt liegt sie jetzt bei 69,5 Jahren und damit höher als in Deutschland 1960. Ob Krieg, Hunger, Analphabetentum, politische Unterdrückung oder Umweltverschmutzung, fast alle großen Übel dieser Welt schrumpfen. Immer weniger Menschen müssen darunter leiden, und das gilt nicht nur für die reichen Staaten Europas und Nordamerikas, sondern auch global. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren fast alle Staaten der Erde nach heutigem Maßstab Entwicklungsländer.
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen stellte fest, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die weltweite Armut stärker zurückgegangen ist als in den 500 Jahren zuvor. In einem Satz, es lebte sich früher deutlich ungemütlicher und gefährlicher. Und zwar egal, welchen Indikator man nimmt, Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Einkommen pro Kopf, Zahl der Kriegsopfer, Zahl der Opfer von Naturkatastrophen. Die Situation ist heute besser als vor 25, 50 oder 100 Jahren. Die Welt ist besser geworden, entgegen aller Prognosen deutscher Intellektueller. Es gibt sogar mehr Eisbären als vor einem halben Jahrhundert, obwohl diese Tiere ja angeblich durch Klimaerwärmung zugrunde gehen. Vor lauter Klimapanik vergessen wir auch, dass die Luft in vielfacher Hinsicht reiner geworden ist. Nicht nur was Schadstoffe angeht, sondern auch was die frische Luft der Freiheit betrifft. In meiner Jugend war ganz Osteuropa, fast ganz Südamerika und sogar einige Länder Westeuropas von Diktaturen beherrscht. Und ausgerechnet die westliche Ich-Gesellschaft heilte im Zeitraffertempo die ökologischen Verheerungen des sozialistischen Biotops DDR. Dabei hätte die eigentlich ein ökologisches Paradies sein müssen. Keine Flüge nach Mallorca, keine Kiwis aus Neuseeland, eingeschränkter Individualverkehr, kein McDonald's und Konsumverzicht allenthalben. Doch heraus kam eine gigantische Sondermülldeponie. Trotz solcher messbaren, sichtbaren und sogar riechbaren Fortschritte sind viele Deutschen vor der fixen Idee besessen, wir leben in der schlechtesten aller Zeiten. Die Probleme seien noch nie so groß gewesen wie heute. Es war in den vergangenen 30 Jahren immer 5 vor 12. Raketenrüstung, Waldsterben, Atomstaat, vergiftetes Essen, Bevölkerungsexplosion, das Ende aller Ressourcen, Klimakatastrophe, Rinderwahnsinn, Finanzkrise und viele andere Desaster drohten uns unentwegt mit dem Schlimmsten. Steigende Lebenserwartung oder wachsender Wohlstand schafften es nie auf Seite 1. Gerade in Deutschland sind deshalb viele Menschen zutiefst davon überzeugt, dass die gute alte Zeit besser war. Doch wer möchte ernsthaft mit den Lebensumständen seiner Großeltern tauschen oder gar mit deren Großeltern? Der amerikanische Schriftsteller P.J. O'Rourke schrieb mal, man braucht eigentlich nur ein Wort, um die Mär von der guten alten Zeit zu widerlegen. Zahnheilkunde. Nicht nur die Kunst der Zahnärzte ist humaner geworden, auch manches andere. Es genügt sich einfach mal zu erinnern, wie zum Beispiel daran in meiner Kindheit ledige Mütter angesehen wurden und wie sie behandelt wurden. Oder daran, dass zurückgekehrte Immigranten wie Willy Brandt sich dafür rechtfertigen mussten, dass sie Nazi-Deutschland verlassen hatten. Im Laufe meines Lebens wurden Dinge real, die einst völlig unmöglich erschienen. Dass es einmal Internet geben könnte. Kernlose Weintrauben oder offen homosexuelle Bürgermeister, das war für niemanden absehbar. Auf den Zusammenbruch des Kommunismus hätte ich keinen sauren Hering verwettet. Das Sowjetreich erschien mir so unabänderlich wie Frost in Sibirien. Die Welt ist besser geworden und sie könnte noch viel besser werden, wenn wir endlich aufhören, den Fortschritt schlecht zu reden und die menschliche Gattung als Plage des Planeten zu betrachten. Im Kern ist der grüne, zukunftspessimistische und technikfeindliche Zeitgeist eine zutiefst antihumane Ideologie. Es geht immer nur ums Begrenzen, Einschränken, Kontrollieren. Der Mensch wird als Zerstörer und Verschmutzer betrachtet, bestenfalls noch als Verbraucher, nie als Erfinder, Gestalter, Schöpfer. Es ist keine Abirrung, sondern nur konsequent zu Ende gedacht, wenn am radikalen Rand der grünen Bewegung eine Verminderung der Menschheit gefordert wird. Weniger Menschen, das bedeutet für solche Misanthropen nichts weiter als weniger Müll und weniger CO2-Ausstoß. Die zynische Menschenfeindlichkeit eines Thomas Malthus bildete die ideologische Ursuppe, aus der Ökologismus und Zukunftspessimismus sich speisen. Falls Sie meinen Vortrag jetzt zu einseitig finden, ich gebe gerne zu, dass die Welt nicht kontinuierlich und nicht automatisch besser wird. Es kann ganz gewaltige Rückschläge geben. In Deutschland ist es gelungen, Zivilisation und Menschlichkeit in nur 12 Jahren fast komplett zu zertrümmern. Manches hat sich im Laufe meines Lebens auch verschlechtert. Es gab in meiner Jugend kein AIDS, mehr Parkplätze, niedrigere Steuern, kaum Islamismus und die deutsche Fernsehunterhaltung hatte ihren Tiefpunkt auch noch nicht erreicht. Dennoch, die kulturpessimistische Floskel, dass früher alles besser gewesen sei, ist zwar in aller Munde, aber ziemlich schlecht begründet. Den klügsten Satz dazu hat mal
mein Lieblingsphilosoph gesagt, Karl Valentin: Die Zukunft war früher auch besser. In meiner Rolle als schrecklicher Optimist stand ich schon vor prall gefüllten Bürgerseelen, in denen eine überwältigende Mehrheit aus ambitionierten Weißweintrinkern in feinster Abendgarderobe mir vorwarf, den desaströsen Zustand der Welt zu verharmlosen und den sogenannten Mainstream nach dem Munde zu reden. Die offensichtliche Tatsache, dass es weder im Saal noch sonst irgendwo nur einen Hauch eines optimistischen Mainstreams gab, spielte dabei nicht die geringste Rolle. Die ganz große kulturpessimistische Mehrheit hält sich erstaunlicherweise stets für eine einsame, aber tadellose Minderheit. Die kategorische Negation des Bestehenden war einmal typisch für linke Intellektuelle. Sie ist heute zur wohlfeilen Attitüde von Hinz und Kunz geworden. Nichts ist heute subversiver als Optimismus. Dankeschön. Ja, umso härter wird jetzt der Aufschlag natürlich, wenn es ab jetzt bergab geht. Das sind jetzt die Schattenseiten dieser Erfolgsstory, wenn jetzt, so kann es ja nicht weitergehen. Jedenfalls ist das auch die These des Economist, der aktuellen Ausgabe. Ich habe das Titelbild mitgebracht. Man sieht hier den Denker von Rodin und der sitzt auf so einer Klosettschüssel. Und die bange Frage lautet: Wird der Menschheit jemals wieder etwas so Nützliches einfallen? Tatsächlich kann man ja diese Frage schon stellen, inwieweit Innovationskraft erhalten bleiben kann und so weitergeht. Gut, die deutsche Industrie geht mit gutem Beispiel voran. Ich habe jetzt gesehen, Puma zum Beispiel hat einen neuen Turnschuh auf den Markt gebracht, das sich selbst kompostierende Modell. Man hofft, dass der Kompostierungsprozess erst einsetzt, wenn man vom Waldlauf zurückgekommen ist und nicht schon während der Strecke. Aber im Ernst, das ist eine Herausforderung, gerade für uns Ökonomen natürlich, sich mit dieser These und dieser Theorie auseinanderzusetzen. Und Herr Professor Paquet ist der Richtige, der das jetzt vielleicht versuchen kann. Herzlichen Dank, Herr Neubacher. Ich komme in der Tat noch auf den Economist zurück, aber zu einem etwas späteren Punkt meines kleinen Vortrags. Ich kann aber nahtlos an das optimistische Bild von Herrn Miersch anknüpfen. Ich will noch mal kurz, meine sehr geehrten Damen und Herren, trotzdem noch mal zurückblicken. Deutschland ist wirklich ein merkwürdiges Land. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine wirklich große Zahl von Herausforderungen gehabt. Und Herr Schwenker hatte das schon angedeutet, wir haben eigentlich eine super Bilanz, wenn man das alles, die gesamten Herausforderungen zusammennimmt. Also auf der wirtschaftlichen Seite haben wir eine deutliche gesunkene Arbeitslosigkeit, wir haben den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Wir haben eine hohe Wettbewerbsfähigkeit in der Industrie. Wir haben überhaupt noch eine Industrie. Andere haben sie beseitigt oder einen Abstieg erlaubt oder sogar begrüßt durch die Vision einer reinen Dienstleistungsgesellschaft. Wir haben eine hohe Lebensqualität. Wir haben einen Standard im Umweltschutz, der sicherlich der beste ist, den wir je hatten. Unser Sozialstaat, der schon seit 30 Jahren als massiv bedroht gilt, hat mindestens überlebt. Er ist sogar stabil. Und wir haben in diesem Jahr fast einen ausgeglichenen Bundeshaushalt. Und wenn man alle Gebietskörperschaften zusammennimmt, haben wir einen ausgeglichenen Gesamthaushalt. Davon haben wir vor einigen Jahren noch geträumt. Die Realzinsen in Deutschland sind derzeit negativ. Also der langfristige Zins am Anleihemarkt liegt bei 1,5%. Wir haben eine Inflationsrate, auch relativ niedrig, aber immerhin um die 2%. Kapital ist extrem billig. Das haben wir alles erreicht. Daneben haben wir eine deutsche Wiedervereinigung bewerkstelligt und eine Integration der mittel- und osteuropäischen Länder hinbekommen, die im Wesentlichen funktionierte. Es gibt Flurschäden.
die 40 Jahre Isolierung vom Weltmarkt in diesen Regionen gebracht haben und die nicht so einfach zu beseitigen sind. Aber unter Maßgabe der Möglichkeiten ist das schon eine sehr beachtliche Bilanz. Und Herr Miersch hat es in seiner Optimismuswerdung ja angesprochen. Man braucht wirklich nur mal zurückdenken über das, an das, was wir vor 30, 40 Jahren an großen globalen Themen auf dem Tisch hatten. Da haben wir über Indien nicht über die Fragen gesprochen, die heute auf der Tagesordnung stehen, ob die gesellschaftliche Entwicklung Schritt hält mit der Verbesserung der Lebensbedingungen. Nein, wir haben über Hungersnöte gesprochen, wenn wir von Indien sprachen oder auch von China oder von Indonesien. Und selbst in Afrika haben wir in den letzten Jahren Verbesserungen. Die Demokratisierung kommt hinzu. Wir haben all dies in einer globalen Entwicklung, in der viel beklagten Globalisierung erreicht. Das ist eine sehr beachtliche Entwicklung. Wir haben auch Probleme. Unsere Gesellschaft hat sich ein Stück weit auseinanderentwickelt. Und wir haben in den letzten Jahren ja auch große Probleme gehabt, Menschen zu reintegrieren in den Arbeitsmarkt. Aber selbst da haben wir inzwischen dank des Weges in Richtung Vollbeschäftigung, von dem wir stehen, eine reelle Chance, die Sache also ein Stück weiterzukommen in dieser Hinsicht. Also in diesem Land mit dieser bemerkenswerten Erfolgsbilanz herrscht trotzdem ein ungeheurer Pessimismus. Ich weiß wirklich, von was ich rede. Ich bin in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags. Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und die Grundstimmung in dieser Kommission ist tief besorgt und tief pessimistisch, ob wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können. Nun, diese Stimmungslage, die ohnehin immer latent vorhanden war, ist durch drei Ereignisse oder Entwicklungen noch mal kräftig verstärkt worden. Das erste ist natürlich die Finanz- und Schuldenkrise. Das zweite ist die Diagnose des Klimawandels. Und ist zwar noch sehr weit hin, auch in den Modellen, die dort dem zugrunde liegen, aber man zieht sofort den Schluss draus, wir müssen jetzt sofort massive Maßnahmen ergreifen, um überhaupt noch den richtigen Pfad zu erwischen, sonst gibt es gar keine Möglichkeit mehr, diese Katastrophe abzuwenden. Und das dritte ist die Alterung der Gesellschaft. Lassen Sie mich auf diese drei Punkte mal ganz kurz noch eingehen. Finanzkrisen gehören zu einer Marktwirtschaft dazu. Es hat immer in der Entwicklung des Kapitalismus Finanzkrisen gegeben. Und diese Finanzkrisen haben immer eine Wirkung gehabt, einen Lerneffekt. Irgendwann kommt dann die nächste Finanzkrise, aber meistens sieht sie ganz anders aus als die, die davor lag. Aber 1873 hatten wir den Gründerzeitkrach, wir hatten die Weltwirtschaftskrise, wo sehr viel politisch falsch gemacht wurde. Jetzt haben wir wieder die Weltfinanzkrise gehabt, 2008. Da wurde politisch viel mehr richtig gemacht, als in Reaktion auf diese dramatische Situation, als dies in der Weltwirtschaftskrise der Fall war. Deswegen haben wir wohl eine Weltwirtschaftskrise vermeiden können. Aber das Kapitalmärkte überschießen ist völlig normal. Und eine segensreiche Wirkung wird die Finanzkrise haben. Sie hat nämlich bereits, das kann man schon sehen, zu einer Rehabilitierung der Industrie geführt. Herr Schwenker hat das ja sehr eindrucksvoll geschildert. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass vor 10, 15 Jahren in Deutschland nur darüber diskutiert wurde, dass wir im Dienstleistungssektor zurückhinken gegenüber dem anderen, gegenüber anderen Ländern. Jetzt sehen wir plötzlich, dass das Bewahren und die Weiterentwicklung der Wettbewerbsfähigkeit einer innovationskräftigen Industrie von ungeheurer Bedeutung war, dass wir so gut aus der Krise rauskamen. Und andere Länder ziehen genau die entsprechenden Schlüsse. Es gibt ja ein Buch der Harvard Business School, inzwischen ist hochinteressant, die haben vor ein paar Jahren genau das Gegenteil gesagt. Why America Needs a Manufacturing Sector. Plötzlich geht die Diskussion genau in die Richtung und das ist auch gut so.
was die Veränderungen, die Anpassung an den Klimawandel, über den man in vielerlei Hinsicht diskutieren kann, aber wenn man sich diese Anpassungen ansieht, wie wir Weichenstellungen vornehmen, dann muss man ja eins sagen, der Klimawandel nüchtern betrachtet, gibt uns ja doch enorme Chancen, noch Anpassungen in die Wege zu leiten. Und die entscheidenden Anpassungen, die werden übrigens nicht in Deutschland stattfinden müssen, sondern sie werden in den schnell wachsenden großen Entwicklungs- und Schwellenländern gemacht werden müssen, denn diese Länder bestimmen letztlich die Dynamik der Emissionen in den nächsten Jahren, wenn Sie an CO2-Emissionen oder andere Emissionen denken. Und diese Länder werden natürlich zu gegebener Zeit, in dem Augenblick, wo sie ein Wohlstandsniveau erreicht haben, wo man über diese Fragen ernsthaft von den politischen Prioritäten auch nachdenkt, werden sie sich entsprechend entwickeln. Bitte denken Sie daran, dass in Deutschland die ökologische Präferenz, die Präferenz für saubere Luft, die Beschäftigung mit Fragen des Naturschutzes, des Umweltschutzes auch erst in den 70er Jahren begann, als Deutschland ein gewisses Niveau erreichte. Ich sehe da die Länder China, Indien und andere Länder durchaus auf dem Weg. Aber in Deutschland ist es offenbar so, dass wir der Überzeugung sind, wir müssen radikal das Ruder herumreißen zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Wir müssen gewissermaßen mit einem Beispiel vorangehen, wobei völlig unklar ist, ob andere in dieser Weise diesem Beispiel folgen werden. Der dritte Punkt ist die Alterung der Gesellschaft. Es wurde schon angesprochen, letztlich ist es ja zumindest zum Teil ein sehr positives Phänomen, wenn die Lebenserwartung deutlich steigt und sie ist bei uns gestiegen. Auch hier sind eine Menge Anpassungen möglich, die natürlich ein bisschen ökonomische Fantasie verlangen. Wenn wir in den nächsten Jahren erleben werden, dass die Babyboomer-Generation, ich gehöre ja selber dazu, die wird etwa ab 2020 sukzessive aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, das ist wohlbemerkt die bisher größte und am besten ausgebildete, qualifizierte Generation, die es in Deutschland je gab, die scheidet dann zwischen 2020 und 2035 aus. Das bedeutet, dass etwa 4 Millionen, das Erwerbspersonenpotenzial um 4 bis 5 Millionen Menschen schrumpfen wird. Und gleichzeitig wird es natürlich eine Menge Ingenieure, Wissenschaftler weniger geben in diesen Jahren. Da brauchen wir eine große Herausforderung, um unsere Innovationskraft zu erhalten. Wir werden neue Arbeitsteilungen auf betrieblicher Ebene suchen müssen. Wir werden nicht mehr so viele junge Leute haben, die hier ihre natürliche Innovationskraft einsetzen. Aber auch da sind die Möglichkeiten in Unternehmen noch überhaupt nicht ausgeschöpft, weil wir über dieses Problem in der Vergangenheit überhaupt nicht nachdenken mussten. Jeder Unternehmer wusste, wenn eine Rezession kommt, dann entlasse ich die Alten und setze beim Aufschwung, der dann folgt, junge Leute ein. Diese jungen Leute wird es aber in diesem Maße nicht mehr geben. Also das ist eine in der Tat beachtliche Herausforderung. Und da bin ich beim Economist. Wenn der Economist schreibt, dass es wirklich eine ernsthafte Frage ist, ob wir die Innovationskraft in unseren Gesellschaften noch erhalten können, da gibt es gute Gründe, Engpässe zu orten und Engpässe zu einer wirtschaftlichen und einer politischen Diskussion in die Diskussion zu bringen. Und ich sehe bei uns eigentlich eine Diskussion, die eher vergangenheitsorientiert ist und diese Herausforderungen noch nicht erkennt, dass hier wirklich große Engpässe entstehen könnten. Auf der anderen Seite, global, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass die großen, schnell wachsenden Schwellenländer, China, Indien, Indonesien, Brasilien, in dem Augenblick, wo sie hineinwachsen, auch in forschungsintensivere Produktionslinien, immer mehr Menschen haben werden, die sich an dieser Arbeitsteilung der Köpfe weltweit beteiligen und ihre Kreativität und Innovationskraft einsetzen. Meine Damen und Herren, ich habe viele Inder in meiner Zeit in Amerika und Kanada kennengelernt. Und ich dachte immer, oh, ist das nicht ein Jammer, dass diese hochoriginellen Menschen nicht in ihrem Land ihre
Arbeitskraft, ihre Intellektualität, ihre Originalität, ihre Innovationskraft einsetzen können, weil ihr Land damals da niederlag. Das hat sich geändert. Indien und andere liegen nicht mehr da nieder. Da gibt es riesige Chancen, auch für eine neue weltweite Arbeitsteilung. Also, ich glaube, mit dieser Entwicklung der Innovationskraft in einer neuen weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, in der die europäischen Länder dann in der Tat die Rolle spielen werden als stabile Gesellschaften mit hervorragenden Bildungsinstitutionen, mit etablierten Unternehmen, mit einer Industrie, die differenzierte, innovationskräftige Produkte herstellt, die wird sich da bewähren müssen, aber sie wird die besten Voraussetzungen haben, sich tatsächlich zu bewähren. Denn ein deutsches oder schweizerisches oder österreichisches oder schwedisches Qualitätsprodukt in China, Indien, Indonesien herzustellen, in der gleichen Qualität, mit den gleichen Produktcharakteristika, das ist eben doch nicht so einfach. Und auf diesem Wege wird es auch die Möglichkeit geben, die Knappheiten im ökologischen Bereich, die ganz natürlich zu einem weltwirtschaftlichen Strukturwandel gehören, hatten wir auch in der Vergangenheit in den Griff zu bekommen. Also auch von mir, von der volkswirtschaftlichen Seite her, ein optimistisches Bild. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Professor. Okay. Wir müssen lernen, den Wachstumsbegriff neu zu definieren. Dieser Satz ist von Angela Merkel vor etwa 2 Jahren. Und tatsächlich entspricht das ja dem Grundgefühl vieler Menschen, dass mit einer Kultur des immer mehr nicht automatisch ein immer glücklicher oder ein immer zufriedener einhergeht und gemeint ist. Und es gibt eine Debatte um qualitatives und quantitatives Wachstum. Und tatsächlich scheint da ja ein Unterschied zu bestehen, wenn so viele Leute auch mit Unbehagen reagieren in Diskussionen, wenn es heißt mehr Wachstum, weil jeder sagt dann, was soll ich denn mit dem 5. oder 6. Handy? Oder wie zynisch ist es eigentlich, wenn der Verkehrsunfall, der zur Zerstörung von mehreren Automobilen und zur Krankenhausbehandlung mehrerer Opfer führt, wenn der am Ende das Bruttoinlandsprodukt positiv beeinflusst hat? Wie zynisch ist das? Petra Pinsel hat sich dazu ausgiebig Gedanken gemacht und ich bin gespannt, zumal sie, glaube ich, diejenige ist, die in dieser Runde uns jetzt vielleicht auch ein bisschen eine andere Perspektive vermittelt auf das Thema. Ja, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich weiß, dass ich hier ja in gewisser Weise als Advocatus Diaboli oder wie Herr Mirsch das sagen würde, als Vertreterin einer antihumanen Ideologie eingeladen bin. Die Herren haben etwa 1 Stunde geredet, also machen Sie sich jetzt mal auf etwa 1 Stunde und 10 Minuten gefasst. Mal schauen, was ich in meiner Viertelstunde so an Zweifeln sehen kann. Ich habe tatsächlich ein, wie man klassischerweise sagen würde, wachstumskritisches Buch geschrieben, ein Plädoyer über Wirtschaftswachstum neu und anders nachzudenken. Und muss Sie gleich am Anfang ein Stück weit enttäuschen. Ich gehöre nicht zu den Misanthropen, auch nicht zu den Pessimisten. Vieles von dem, was wir gerade gehört haben, viele der Beschreibungen über dieses Land, die wir gerade gehört haben, kann ich nur teilen. Wir leben in einer der besten Welten, die es je gab und in einem der besten Länder dieser Welt. Und trotzdem habe ich einige Zweifel an dem, was wir gerade gehört haben. Die beginnen ganz einfach damit, dass ich den Mut zur Zukunft teile, ich aber nicht bei der Analyse stehen bleibe, dass alles wunderbar ist, sondern mir die Frage stelle, wie kann man dieses wunderbare Land, das auf einem wunderbaren Pfad sich bewegt, bewahren? Wie kann man das, was, glaube ich, bekannte Liberale immer als Leitplanken bezeichnen, so setzen, dass wir das erhalten, was wir haben, dass wir es im Zweifel sogar noch verbessern? Und Herr Mirsch, vielleicht nur eine kleine Anmerkung, dass sich der Weltuntergang bei Zeitungen besonders gut verkauft, stimmt zumindest für die Zeitung, für die ich arbeite, nicht mehr. Ich glaube, beim Spiegel auch nicht mehr, nachdem der Spiegel mal irgendwann den Globus in der Euro-Krise auf dem Titel hatte und der unterging, war das eigentlich nicht mehr steigerungsfähig. Also inzwischen sind wir fast wieder weg, auch aus verkaufstechnischen Gründen, von dem Weltuntergang.
Mein Buch hatte aber einen anderen Ausgangspunkt. Sie wissen, ich arbeite für die Zeit in meinem Hauptberuf. Vieles von dem, was ich schreibe, ist auch in der Zeit umstritten. Wir streiten gerne und häufig in dieser Zeitung. Dafür schätze ich Sie sehr. Ich selber war für die Zeit Korrespondentin in den USA. Ich war Korrespondentin in Brüssel, also Europakorrespondentin. Und eins der Dinge, die mich dann auf einen anderen Weg als den Herrn Miersch geführt haben, war, dass ich habe Volkswirtschaft studiert und habe viel mit Wirtschaftspolitikern zu tun gehabt, zwangsläufig. Als Antwort auf Krisen in den letzten 15, 20 Jahren sehr häufig von Wirtschaftspolitikern, auch von Regierungschefs gehört habe, wenn wir nur wieder wachsen, dann wird das irgendwie schon alles gut. Das hat absurde Konsequenzen. Das hat zu absurden Sparprogrammen geführt in Lateinamerika in den 80er oder 90er Jahren, wo man, um das Wachstum zu erhöhen, ganz massiv unter anderem die Bildungsausgaben gekürzt hat. Das hat im Moment oder in den letzten 3, 4 Jahren zu einer absurden Verschuldung in den USA geführt, die immer noch weiter steigt. Wir wissen, was für Folgen das haben kann. Immer mit dem Impetus, wir müssen das Wachstum steigern. Und dann wird alles gut. Und es führt in Europa oder hat in Europa in den letzten 3, 4 Jahren zu absurden Informationen, Signalen an den Verbraucher geführt. Als die Krise so richtig losging, haben wir gehört, wir müssen kaufen, um die Konjunktur anzuheizen. Gleichzeitig war das Signal, wir müssen sparen, weil wir in eine Krise hineinlaufen. Und ich habe mich dann am Ende gefragt, kann Wachstum überhaupt das Ziel von Politik sein? Und mit Wachstum meine ich nicht nur den Wachstumsbegriff, sondern auch das, was mitschwingt. Wir müssen mehr wachsen, wir müssen wettbewerbsfähiger werden. Sie kennen das alles, Sie haben es eben gehört. Das eigentliche Ziel von Politik ist doch etwas anderes. Das eigentliche Ziel von Politik ist, den Menschen in dem Land ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich habe dann das gemacht, was Journalisten gemeinhin tun. Ich habe versucht zu recherchieren, was macht denn das gute Leben in einem Land aus? Was maximiert Freiheit? Was maximiert Chancen? Was maximiert Lebensqualität? Lässt sich das überhaupt messen? Wie kann man das überhaupt zum Ziel von Politik machen? Und wenn wir uns dann die Erfolgsbilanz des Westens angucken, müssen wir tatsächlich sagen, wenn wir beispielsweise das Thema Freiheit uns wählen, wir haben eine enorme Erfolgsbilanz. Die Beseitigung von Freiheitshindernissen im Westen in den letzten 30, 40 Jahren ist enorm gewesen durch Demokratisierung, durch den Abbau von Grenzen, durch den Ausbau individueller Freiheiten und auch durch die Beseitigung von Knappheiten, und zwar durch den Markt. Nie war die Welt so reich und war die Menschheit so reich, wie sie heute ist. Das Problem ist nur, dass unser Problem heute nicht mehr die Beseitigung von Knappheiten ist, sondern die Bewältigung des Überflusses in ganz vielfältiger Hinsicht. Einmal die Bewältigung von Überfluss bei den Ressourcen tatsächlich. Sie haben vielleicht gelesen, in der letzten oder vorletzten Woche hat Lord Brown, das war der Chef von BP, geschrieben, dass nicht die Knappheit an Energieressourcen das Problem ist, sondern der Überfluss. Wenn alle Länder dieser Welt ihre Kohleressourcen verbrennen, dann, spätestens dann, haben wir das Klimaproblem. Also nicht die Knappheit ist das Problem, sondern der Überfluss. Wir müssen dafür sorgen, dass bestimmte Länder ihre Ressourcen nicht nutzen. Wir haben einen weiteren Punkt. Übertragen Sie das ins Private. Wir haben sehr häufig, und das ist eine der Hauptthesen des Buches, das immer mehr tatsächlich mit dem immer besser verwechselt. Sie persönlich, jeder von Ihnen, lebt auf einem materiellen Niveau, von dem Ihre Eltern nur geträumt haben. Und Sie und auch ein Teil der Politik sind davon ausgegangen, dass diese materielle oder die Steigerung des materiellen Besitzes auch zu einer Steigerung von Lebensqualität führt. Jetzt werden natürlich wahrscheinlich jeder dieser drei Herren sagen, natürlich ist es angenehmer, mit einem Handy zu telefonieren, als mit dem alten Kabeltelefon. Würde ich sofort zustimmen. Wenn Sie aber Menschen nach ihrer Lebensqualität fragen oder nach dem Gefühl von Glück, wenn Sie also Glücksforschung nehmen, Forschung von Lebensqualitätsmessung, dann ist das Gefühl von Lebensqualität nicht in dem Maße gewachsen. Jetzt weiß ich, dass Sie gleich einwenden, naja, Glücksforschung, das klingt schon vom Wort her ziemlich unseriös. Glücksforschung ist tatsächlich ein Forschungsbereich, der sich vor allem in den angelsächsischen Ländern, unter anderem von Ökonomen, sehr weiterentwickelt hat, der nicht normativ ist. Wir Deutschen haben bei dem Wort Glück ja immer gleich aus guten Gründen ein sehr unangenehmes Gefühl. Wir wissen um die Diktatur und die versucht haben, Menschen für ihre Bürger zu definieren, was Glück ist. Die Glücksforschung, die aus den USA kommt, ist positiv, also
Im Popperschen Sinne, sie fragt Menschen, was macht euch denn zufrieden? Sie versucht dann zu vergleichen, sind Menschen heute zufriedener, als sie es früher waren? Sie versucht auch Vergleiche zwischen Ländern anzustellen. Man kann an der Forschung, wie glaube ich an jeder Forschung, denn Forschung ist letztlich ja, das Verifizieren und Falsifizieren von Hypothesen, einiges kritisieren, aber man kann auch einige der Ergebnisse einfach mal hören und ich finde sie hochinteressant. Glücksforschung. Das banalste Beispiel, wie man Glück mal versuchen kann zu definieren, hat eine Amerikanerin, Catherine Austin Fitz, versucht. Die sagt, naja, Glück, ich versuche das mal zu messen an dem Kinderlächeln. Da sagen sie, naja, das ist nun komplett banal. Sie hat den sogenannten Popsicle-Index daraus entwickelt und hat gesagt, Kinder freuen sich, wenn sie ein Eis essen können. Hat also Leuten in einem Viertel die Frage gestellt, kann ein Kind in ihrem Viertel alleine ein Eis essen gehen? Jetzt sagen Sie, das klingt banal, das wird der Markt schon herstellen. Wenn die Eltern des Kindes das Eis kaufen können, kann das Kind sich das Eis auch kaufen gehen. So banal ist es aber nicht. Damit das Kind die Freiheit hat, das Eis kaufen zu gehen, brauchen Sie eine Menge an Dingen, eine Menge an Voraussetzungen. Sie brauchen sichere Straßen, Sie brauchen vergleichsweise wenig Verkehr, Sie brauchen keine Kriminalität, damit die Eltern das Kind überhaupt alleine das Eis kaufen gehen lassen. Die Familien müssen sich das Viertel leisten können, in dem die Eisdiele steht und es muss die Eisdiele überhaupt noch geben. Das ist eine sehr simplifizierte Vereinfachung, eine Simplifikation, eine Vereinfachung von Glücksforschung. Es gibt sehr viel seriösere, wo Menschen tatsächlich gefragt werden, sind sie heute zufriedener als vor 10 Jahren, wo versucht wird, Vergleiche zwischen Ländern zu machen. Das Fazit all dieser Forschungen ist, dass das Gefühl von Lebensqualität zumindest in den Industrieländern in den letzten 30 Jahren nicht stark gewachsen ist. Es gilt explizit für Industrieländer, nicht für Entwicklungsländer, was ich hier sage. Denn in Entwicklungsländern ist es tatsächlich so, dass der Zuwachs an Materiellem natürlich dazu führt, dass die Leute sich erstmal was zu essen kaufen können, ein Dach über dem Kopf haben. Aber für Sie und für mich ist unser Gefühl von Lebensqualität offensichtlich nicht sehr stark gewachsen. Ich habe sehr ausführlich begründet, womit das zu tun hat. Nur ein Argument. Es hat unter anderem mit der sogenannten Tretmühle des Glücks zu tun, mit der Statusfalle. Der Søren Kierkegaard hat es mal so formuliert. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das stimmt natürlich, Sie vergleichen sich ständig. Die Frauen im Raum vergleichen wahrscheinlich Ihre Frisur mit meiner. Die Männer im Raum würden vergleichen, wenn ich hier ein Handy liegen habe, ob Ihres größer ist oder neuer oder nicht neuer. Sie würden möglicherweise das Auto vergleichen, was vor der Tür steht. Wir vergleichen uns, das ist komplett menschlich. Wir reden durch Dinge. Dinge sagen etwas über unseren Status. Wie sie angezogen sind, sagt, wie sie aussehen wollen, was sie repräsentieren wollen. Das Problem ist eben nur, dass dieser Konsum auf immer höherem Niveau stattfindet. Also um mitzuhalten, müssen sie immer mehr konsumieren. Sie kennen das aus der Werbung. Es gab mal, ich glaube, die Sparkassen haben diese Werbung gemacht. Da saß der eine auf der einen Seite und sagte, das ist mein Haus, mein Auto, meine Frau. Und der andere Mann saß auf der anderen Seite und sagte, mein Haus, mein Auto, meine Frau. Und legte die Fotos auf den Tisch und das war alles ein bisschen größer. Also alles außer der Frau war größer. Was ich damit sagen will, ist, dass wir immer mehr verbrauchen, um mithalten zu müssen. Also der Konsum, den wir tätigen, das, was wir einkaufen, findet auf immer höherem Niveau statt. So, und jetzt kommt die grundsätzliche Frage, in der ich mich unterscheide von den drei Vorrednern. Wir haben eine Nebenwirkung dieses wachsenden Konsums. Wir haben einen Planeten, der endlich ist. Und selbst wenn wir, wie Herr Mirsch sagen, vieles besser geworden ist, viele Spezien vielleicht nicht ausgerottet sind, wie es möglicherweise die misanthropischen, pessimistischen Linksintellektuellen schreiben, kann man sich allein durch das Bild eines endlichen Globuses vorstellen, dass Ressourcen irgendwann ein Ende haben werden. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht sind die Meere nicht übermorgen totgefischt, aber wir haben ein Problem der Endlichkeit, weil wir in einer endlichen Welt leben. So, jetzt gibt es immer das Gegenargument der sogenannten Technologie. Wir werden diese Endlichkeit durch Technologie und durch technologischen Fortschritt bewältigen. Da ist viel dran, wir bewältigen viel durch technologischen Fortschritt. Aber die Studien, die ich bisher kenne, und ich habe bisher keinen Beleg dafür gefunden, dass sie nicht in der Tendenz zumindest stimmen. Die Enquete-Kommission, bei der Herr Paquet Mitglied ist, hat nochmal nachgeforscht. Diese Studien belegen alle, dass wir einen sogenannten Rebound-Effekt haben. Dass das, was wir durch technologische Innovation tatsächlich unser Leben immer grüner und besser werden lassen, dass das überkompensiert wird durch Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir verbrauchen immer mehr,
Wir leben zwar immer grüner, aber wir verbrauchen immer mehr. Wir haben den Öko-Kühlschrank in der Küche und den alten stellen wir in den Keller und die tun die Bierflaschen rein. Wir dämmen unsere Häuser, aber wir leben auf immer größerem Fuß. Das wiederum hat was mit Statuskonsum zu tun. Die Frage ist, kann das auf Dauer oder wie lange kann das so weitergehen, wenn auch die Inder, die Chinesen diese Form von Statuskonsum betreiben? Es gibt dann eine sehr lange Debatte, ob man den Konsum möglicherweise dematerialisieren kann. Ein Teil der Dematerialisierung haben wir auf den Finanzmärkten erlebt, das wollen wir dann doch wieder nicht. Es ist für mich bisher keiner mit einer überzeugenden Gegenthese aufgetreten zu der These, dass wir in einer endlichen Welt mit der immer stärkeren Steigerung des Materiellen möglicherweise irgendwann an Grenzen des Wachstums, möglicherweise nicht die für das Club of Rome, aber auf bestimmte Grenzen treffen werden. Was hat das jetzt mit dem Fortschritt zu tun? Mit der Frage des Fortschrittes, mit der Frage des Marktes. Ich habe vorhin schon mal den Lord Brown von BP erwähnt. Wir wissen, dass die Art, wie wir mit unseren Ressourcen, mit unseren Energieressourcen, wie Kohle umgehen, dass wir das nicht durch Marktpreise gelöst bekommen werden, das Problem, wie auch andere Probleme des Überflusses nicht. Also stellt sich doch die Frage, müssen wir das, was wir Fortschritt nennen, eigentlich ist Fortschritt ja ein Begriff, an den die SPD viel mehr glaubt als die FDP, müssen wir das, was wir Fortschritt nennen, nicht neu definieren? Ist Fortschritt nicht mehr als das materielle Mehr? Müssen wir tatsächlich all das, was wir können, tun? Ist es ein Verlust an Lebensqualität, nicht all das kaufen zu können, was wir möglicherweise kaufen könnten? Oder sollten wir nicht einen Teil dessen, was wir produzieren könnten, nicht für die nächsten Generationen übrig lassen? Ist der Klimawandel, selbst wenn er nicht in dem Tempo stattfindet, wie ihn die Pessimisten uns beschreiben, nicht genau das System, das Klima, das System, das too big to fail ist, wo wir selbst das Risiko nicht eingehen sollten, dass er eintreten könnte und wir deswegen vorsorgen sollten? Und sollten wir nicht, genauso wie wir den Fortschrittsbegriff neu denken, nämlich die Frage, in welchen Bereichen kann uns der Markt den Fortschritt bringen und wo kann uns der Markt auch den Fortschritt verhindern? Beispielsweise auf den Finanzmärkten haben wir ja einige Probleme gesehen. Also müssten wir nicht Fortschritt, die Frage des Marktes und auch die Frage der Freiheit neu denken. Und das ist mein letzter Punkt, den ich, glaube ich, vor diesem Publikum oder den ich mit Ihnen ganz besonders besprechen möchte. Die Frage der Freiheit. Wir haben lange Freiheit definiert als eine Freiheit im Markt. Müssen wir nicht auch stärker darüber nachdenken, wo wir Freiheit definieren als eine Freiheit vom Markt? In welchen Bereichen wir den freien, liberalen Bürger als einen Homo Soziologicus, wie Dahrendorf ihn genannt hat, begreifen und nicht nur als einen Homo Ökonomicus, über den wir mittlerweile gelernt haben, dass er so doch nicht existiert. Die Enquete-Kommission, die Professor Paquet erwähnt hat, die hat am Montag getagt, hat sich fürchterlich zerstritten über die Frage des Wachstums. Herr Miegel, der CDU nahesteht, hat gesagt, er habe die Diskussion ältlich gefunden, weil es alte Schablonen gibt. Die einen finden Wachstum gut, die anderen finden Wachstum schlecht. Ich glaube, das ist längst keine Frage mehr. Die Frage, die sich für liberale Denker oder für Denker überhaupt stellt, ist, wie sehr wir die Begriffe wie Freiheit, Fortschritt, Innovation nicht komplett neu füllen müssen, um auf die Herausforderungen von morgen einzugehen und nicht die Antworten von gestern, die wir richtigerweise gegeben haben, also beispielsweise die Antwort, mit dem Markt auf Knappheit zu reagieren, zu den Antworten von morgen zu machen. Und auf die Suche würde ich mich gerne mit Ihnen begeben. Ich glaube, das ist genug Stoff für die Diskussion. Ja, herzlichen Dank an Petra Pinzler, wie an alle Vorredner. Genug Stoff für Diskussion. So wahnsinnig viel Zeit für Diskussion haben wir gar nicht, wie ich befürchte. Ich habe aber keine Stunde geredet. Vorbildlich. Nein, es war alles richtig und alles hatte seine Zeit. Ich bin ja beim Spiegel, ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Da sind die Kollegen in Hamburg jetzt in ein neues Gebäude umgezogen, kürzlich. Die haben eine Lüftungsanlage, die nicht lüftet. Toiletten, die man nicht mehr abziehen kann, weil sie wasserlos funktionieren. Und Lampen, die von alleine ausgehen, wenn man 15 Minuten lang bewegungslos am Schreibtisch gesessen hat. Wenn das der technische Fortschritt ist,
ich will nicht für alle Kollegen sprechen, aber dann würde ich doch sagen, dann würden wir gerne verzichten. Gut, jetzt ist es soweit. Es gibt aber ja tatsächlich ernsthafte Fragen, die sich ergeben. Und ich würde gerne Herrn Schwenker fragen. Der wird uns gleich kurz verlassen müssen, weil er etwas früher weg muss. Das ist dann keine Flucht vor Ihren Fragen. Ich würde von ihm gerne etwas wissen, und zwar das Dilemma, dass es uns ja offenbar doch sehr schwer fällt, bei allen Effizienzfortschritten eine absolute Abkopplung des Energie- oder Ressourcenverbrauchs vom Wachstum irgendwann hinzukriegen. Wir stellen ja fest, tatsächlich, wie Petra Pinzler es gesagt hat, dieser Bumerang-Effekt, wir sparen was ein, wir stellen es effizienter her, aber davon wollen wir jetzt mehr haben, und am Ende haben wir vielleicht relativ das entkoppelt Ressourcenverbrauch und Wachstum, aber absolut eben nicht, weshalb in einer endlichen Welt oder in einer Welt, in der Ressourcen knapp sind, wir unterm Strich eben doch in eine bedrohliche Lage womöglich hineinkommen. Halten Sie das eigentlich aufgrund auch Ihrer Kenntnis aus der Unternehmenswelt, halten Sie das für möglich, dass es gelingen kann, das absolut zu entkoppeln? Ich weiß auch nicht, ob uns das gelingen wird. Ich glaube, wir können sehen, und das haben wir auch alle bestätigt in gewisser Weise, wir haben Fortschritte gemacht. Es gibt diesen Rebound-Effekt, der natürlich da ist, weil sich die Welt auch verändert. Und ich denke, wenn man das ganz nüchtern sieht, muss man sich, glaube ich, eine Frage stellen. Ich würde gleich nochmal auf die Glücksforschung gerne zurückkommen, weil sie, denke ich, damit zusammenhängt. Wenn wir sagen, und ich mache es mir jetzt sehr einfach, wir haben endliche Ressourcen, die haben wir, das Bild ist ja völlig richtig. Und wir sagen, wir wachsen langsamer, damit wir weniger Ressourcen verbrauchen. Das würde die Endlichkeit der Ressourcen ja nur ein Stück weit hinausschieben. Das ist für mich in gewisser Weise ein Selbstbetrug. Denn es geht ja von Generation zu Generation weiter. Zweitens glaube ich sagen zu können, dass der Druck, der entstanden ist, auch der Innovationsdruck dazu geführt hat, dass wir heute effizienter, ökologischer, auch bewusster produzieren. Auch deswegen, weil daraus ein Markt entstanden ist. Ich halte das für ein ganz wichtiges Thema. Deswegen glaube ich persönlich, anstatt weniger wachsen zu wollen, mehr zu forschen, um tatsächlich diesen Prozess, diese Lücke zwischen Wachstum und Ressourcenverbrauch zu schließen. Ich weiß, dass das eine ganz gefährliche Wette auf die Zukunft ist, aber ich glaube, das andere ist auch eine gefährliche Wette, zu sagen, ich schiebe es immer weiter hinaus. Ich glaube, da muss man sich in gewisser Weise entscheiden. Wäre für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt, hier Frau Pinzer natürlich recht, der Wachstumsbegriff hat sich verändert, und ich finde die Glücksforschung auch ökonomisch total spannend. Und ich glaube, es war Daniel Kahneman, einer der Nobelpreisträger, der vor 2 oder 3 Jahren einmal in Amerika herausgefunden hat, dass so diese magische Einkommensschwelle, nämlich ab der jeder zusätzliche Dollar oder Euro weniger wert wird für den Betreffenden, bei $75.000 liegt. Wie immer man zu dieser Zahl steht, ich finde, sie ist so weit entfernt von den Lebensrealitäten in anderen Ländern, die auf diesem Weg sind, dass wir uns natürlich damit auseinandersetzen müssen, dass diese Länder zusätzlich einen Wettbewerb machen werden. Die Welt ist heute globalisiert, wir haben Stärken, aber wir müssen sie auch verteidigen. Und ich finde, dieses Verteidigen setzt aus meiner Sicht voraus, dass wir einen positiv belegten Wachstumsbegriff haben. Denn wenn es nicht mehr um Wachstum geht, können wir unsere Fähigkeiten, das ist zumindest meine Überzeugung, auf Dauer auch nicht verteidigen. Das heißt, es gibt ein Stück weit, aber ich sehe das sehr positiv, ein Stück weit einen Zwang dazu, weiter wachsen zu wollen. Und ich persönlich finde, statt über alternative Wachstumsmaße nachzudenken, an denen ist natürlich viel dran, man kann das Bruttoinlandsprodukt lange, natürlich, Sie haben ja das Beispiel gebracht, lange kritisieren, aber ich finde, bevor wir alternative Wachstumsmaße suchen, sollten wir eher die Energie hineinstecken, zu versuchen, Wettbewerb fairer zu machen, die WTO voranzutreiben, das transatlantische Bündnis weiter zu stärken, dafür zu sorgen, dass wir überall ähnliche Wettbewerbsbedingungen haben, dass wir einen besseren Schutz von Wissen haben über Patentschütze. Das wären für mich die Fragen, die für mich viel näher liegen, viel handfester sind und die dann vielleicht auch dazu beitragen können, dass wir insgesamt auf der Welt ein höheres Niveau an Forschung haben, um dieser Frage nachzugehen. Also insofern, ich bin da ganz ehrlich, was ich sage, ist eine Wette auf die Zukunft. Aber die Endlichkeit nur weiter hinauszuschieben, ist für mich auch keine befriedigende Antwort. Herr Miersch, das mit dem Glück, ne? das spuckt jetzt in Ihrem Kopf rum. Nein, das mit den Ressourcen spuckt in meinen Kopf rum. Das ist, ich meine, was eine Ressource ist, ist doch eine Definitionsfrage. Das definieren doch wir Menschen, was eine Ressource ist. Ich meine,
Sie müssen mal sehen, es gab die mittelalterliche Waldrodung, als dieses Land wesentlich weniger Wald hatte, als es heute hat, weil das einfach die Energieressource Nummer eins war. Und Holz wurde als Energieressource ersetzt, als es möglich war, als die Dampfmaschine dann erfunden war, in tiefen Kohle zu fördern. Wale waren mal eine ganz wichtige Ressource. Wale, Pinguine und Robben sind aus dem Öl der Seetiere, haben hier die Lampen gebrannt in Europa. Die sind heute keine Ressource mehr. Das Erdöl hat sie ersetzt. Also es gibt diesen schönen alten Witz, die Steinzeit hat noch nicht aufgehört an Mangel aus Steinen. Wenn wir heute in Deutschland aus der Atomenergie aussteigen, dann ist Uran keine Ressource mehr für uns. Ja, egal wie viel es davon gibt. Also Ressource ist eine Definitionsfrage, oder Ressourcen kommen auch wieder neu. Bisher war Quecksilber bis vor kurzer Zeit eine unwichtige Ressource geworden. Jetzt brauchen wir es wieder, weil wir Energiesparlampen haben. Also. Aber eines eint uns ja. Dieser Ressourcenbegriff hängt ab vom technischen Fortschritt oder vom technologischen Fortschritt. Von Innovationskraft. Genau. Mhm. Herr Paket, Sie halten Frau Pinsler was entgegen, was die Glücks. Ja, in der Tat. Wird übrigens auch sehr stark in Deutschland gemacht. In meiner eigenen Fakultät sind wir da ziemlich aktiv. Ich finde die Glücksforschung wahnsinnig interessant. Also sie ist sozusagen von der Erkenntnis her, hat sie also ganz bedeutsame Dinge beizutragen. Nur muss man sehr vorsichtig sein, wenn es um die Frage geht, welche Schlussfolgerungen zieht man draus? Und vor allem, welche politischen Schlussfolgerungen? Weil wenn ich feststelle, dass eine weitere Zunahme des Einkommens um 10, 15, 20 Prozent die Menschen nicht glücklicher macht, ja, was kann ich daraus politisch für Konsequenzen ziehen? Kann ich den Südkoreanern heute sagen, bitte versucht nicht zu werden wie die Schweiz? Denn wenn ihr so werdet wie die Schweiz, wenn ihr eine derartige Produktivität und Innovationskraft entwickelt wie die Schweiz, werdet ihr nicht glücklicher sein. Ja, ihr werdet möglicherweise sogar unglücklicher sein. Das kann es nicht sein. Also hier geht es eigentlich um die Frage mehr, welche Grundeinstellungen die Menschen mitbringen. Und ich wäre begeistert, wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo weniger die Leute etwas weniger miteinander vergleichen, gegeneinander vergleichen, also wie Sie es beschrieben haben so schön, und nicht so neidisch aufeinander wären. Aber das ist wohl eine Sache der Erziehung, dass man in den Schulen den Menschen beibringt, den jungen Menschen beibringt, irgendwo eine andere Lebenseinstellung zu haben. Mehr eine Positiv-Summenspiel-Lebenseinstellung und nicht eine, sozusagen, die auf Neid schaut. Aber auch da muss man vorsichtig sein, weil man sehr schnell die Leute indoktrinieren kann. Aber einen Satz erlauben Sie mir auch noch zum Rebound-Effekt. Sie haben das beschrieben, also dass wir tatsächlich auf dem Weg zur Ressourcenschonung gewissermaßen durch den Rebound-Effekt behindert werden, weil das wieder dann materielles Wachstum ist. Das haben wir übrigens sehr intensiv diskutiert in der Enquete-Kommission. Das ist in gewisser Weise richtig, aber nur in gewisser Weise. Denn schauen wir uns doch den Rebound-Effekt mal genau an. Im Straßenverkehr zum Beispiel haben wir die Motoren viel Fuel, die sind heute viel mehr treibstoffeffizienter, als sie früher sind. Gleichzeitig sind die Leute dazu übergegangen, sich immer mehr schwerere Autos zu kaufen, schön gut gepanzert, damit ihr Kind, wenn es hinten fährt, sehr sicher fährt. Und die Unfallzahlen sind auch in der Tat, und die Todeszahlen im Unfall sind runtergegangen. Meine Frau sagt immer, die Leute fahren mitten in der Stadt mit solchen SUVs rum, als wollten sie ins Manöver fahren. So, jetzt können wir sagen, das finden wir nicht gut, das müssen wir ändern. Aber dann beginnt natürlich, wenn man immer weitergeht an dieser Stelle, beginnt natürlich schon eine Gesellschaft sehr stark dirigistisch zu werden, weil sie immer wieder sozusagen dem privaten Konsumenten hinterher eilt, der sich erdreistet, einen Rebound-Effekt zu produzieren, weil er eben sagt, die Sicherheit meines Kindes in meinem Auto ist mir wichtiger, als dann den ganz kleinen Wagen zu kaufen, der denn tatsächlich auch absolut den Rebound-Effekt zu vermeiden. Ich finde, das ist ein fundamentaler Konflikt in einer Gesellschaft, den man nicht so einfach lösen kann, dass man sagt, diese Rebound-Effekte müssen weg, weil man dann doch sehr schnell an die Grundfeste der Freiheit schüttelt. Und das ist eben Ihr Punkt gewesen, den wir auch sehr intensiv in der Enquete diskutiert haben, sozusagen Freiheit vom Markt. Das klingt, sagen wir mal, schön, es klingt nach einem zusätzlichen Freiheitsgrad.
Aber es kann natürlich auch bedeuten, wirklich grobe Bevormundung. Jetzt sagt Frau Pünzler ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht, dass das Wachstum an sich schlecht ist. Sie sagt nur, als das Ziel der Politik ist es zumindest fraglich zu stellen. Das ist ja genau der Punkt und in der Tat. Wachstum ist per se kein Ziel. So, genau. Und auf der anderen Seite, mich würde das auch interessieren, was fließt denn dann ein in einen alternativen Indikator, der eben mehr misst als das reine BIP, der also auf Glücksindikatoren abstellt? Und wie kriegen wir den frei zum Beispiel von politischen Präferenzen oder von Dirigismus? Die Frage der politischen Präferenz ist natürlich auch eine, die man an das BIP stellen muss. Das BIP ist ja wie alle Maße erstmal eine Übereinkunft, was man denn messen will und was man nicht messen will. Das BIP hat damals, als man nach der großen Depression eigentlich nicht wusste, wie man denn wieder feststellen kann, dass die Produktionsstätten wieder anlaufen, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt ist, war eine höchst sinnvolle Messlatte und ist es nach wie vor. Sie hat sich nur irgendwann dann doch politisch verselbstständigt. Und wenn Sie sich heute angucken, die Ratings von Ländern, dann sind die Länder, die ein hohes Wachstum haben, natürlich auch die, die wir als stark annehmen, die wir als zukunftsfähig, als zunehmend mächtiger annehmen. Wenn China um 8% wächst, dann ist das bei uns verbunden mit dem Gefühl, denen wird es aber besser gehen. Und das ist der Hauptkritikpunkt, den ich am BIP habe. Das sagt nichts darüber aus, dass es China langfristig besser gehen wird. Es sagt nichts darüber aus, wie es den Menschen geht. Es sagt nichts über die Verteilung aus, über die wir noch gar nicht geredet haben. Es sagt aber auch nichts darüber aus, ob das eine Art von Wachstum ist, die Zukunftsfähigkeit des Landes ermöglicht oder ob es das nicht ist. Sie haben das schöne Beispiel mit dem Autounfall ja schon erwähnt. Wenn ich mit dem Auto einen Unfall baue, dann erhöht das in der Regel das BIP, weil die Versicherung zahlen muss, weil ich ein neues Auto kaufe. Gut, das ist natürlich sagen, kompletter Unsinn. Der größere Schwung fürs Wachstum entsteht dann dadurch, dass der Nächste so viel Angst vor dem Crash hat, dass er bei seinem Autohersteller nachfragt, habt ihr nicht was mit ESP, ABS oder sonst was? Und dadurch natürlich technologischen Fortschritt in Gang setzt, weil sich die Angst vor dem Crash letztlich fürs Wachstum auch signifikant auswirkt und weniger der Unfall selbst. Ne? Kann aber möglicherweise auch zu dem gegenteiligen Effekt führen, dass er, um seine Kinder sicher in die Schule zu bringen, sich den SUV kauft und mit diesem Ding durch die Gegend fährt. Und nachhaltig ist es nicht besonders gut fürs Klima, mit so einem Auto durch die Gegend zu fahren. Also möglicherweise die Zukunftschancen seiner Kinder dann damit reduziert. Dann wird das nächste Dilemma. Ja, ich glaube, dass Kapitalismus schlicht und einfach reich und unglücklich macht. Da kann man auch nichts dran ändern. Ich glaube, dass Glück funktioniert wie Börse. Ja, glücklich sind immer Leute, die was erwarten, die ein besseres Leben erwarten. Ich weiß noch ganz genau, als ich angefangen habe zu reisen als Student, viel in afrikanische und asiatische Länder. Ich fand das so einen dummen, zynischen Spruch, dass Leute gesagt haben, ja, da sind die Leute arm, aber glücklich. Und also da habe ich wirklich Schaum vom Mund gekriegt. Ja. Und ich bin gereist und war in vielen armen Ländern und es war schlicht und einfach so, dass die Leute fröhlicher aussahen als in der Münchner U-Bahn, in der ich jeden Tag sitze. Und das liegt einfach daran, dass die Menschen in sich entwickelnden Ländern eine positive Zukunftsvorstellung haben. Es kann besser werden, es soll besser werden, die wollen irgendwo hin. Und wir wissen nicht mehr, wo wir hin wollen. Und Ihre Vorschläge, dass sozusagen das noch dickere Handy nicht glücklicher machen, so das teile ich alles 100%. Ja, ja. Sie haben da total recht. Und ich glaube auch, dass viele Menschen in so eine Richtung gehen. Also ich persönlich zum Beispiel verbrauche wesentlich weniger als vor Jahren noch. Ich reduziere so den materiellen Kram, stört mich sowieso unentwegt. Ja? Und habe dann ein Glücksgefühl dadurch. Ich möchte es nur nicht anderen vorschreiben. Und ich meine, und diese Haltung, die trifft man halt vornehmlich im Bioladen und nicht bei Aldi. Und das ist das, was mich ein bisschen dran stört, dass es so eine Elitensache ist. Ja? Also so, die es haben, die fangen es dann an zu kritisieren und sagen, das macht uns doch nicht glücklich. Und die es nicht haben, die wollen aber dahin. Also das muss man auch sehen. Ja.
Ich wollte kurz Danke sagen an Herrn Schwenker, der uns jetzt verlassen muss leider. Und vielleicht aber trotzdem ganz kurz zu Herrn Mirsch noch sagen, gut, dass er in der Münchner U-Bahn noch gefahren ist. In der Berliner U-Bahn wäre es ihm noch ganz anders gegangen. Das glaubt er, dass es in München üble Fälle gibt, aber da weiß er über die Berliner Verhältnisse offenbar gar nicht so gut Bescheid. Aber das war ein Stockholm, der fährt wenigstens, ja. In der Tat. München ist wohlhabend. Ich würde Ihnen gerne, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich würde Ihnen gerne doch die Gelegenheit geben, wenn Sie das wünschen, doch auch eine Frage zu stellen und sich einzumischen. Also fühlen Sie sich aufgefordert, vielleicht doch einen Kommentar an den ein oder anderen hier Anwesenden zu richten. Bevor das kommt, es tut mir leid, ich muss gehen. Mir hat Spaß gemacht. Ich möchte Sie gerne mit einem Zitat zurücklassen, von dem ich leider nicht weiß, von wem es kommt, aber ich finde, es passt zur Diskussion. Nämlich, weil wir über Optimisten und Pessimisten gesprochen haben. Der Optimist glaubt, wir leben in der besten aller Welten, und der Pessimist befürchtet, dass das stimmt. Und ich glaube, das gibt uns Aufsicht. Vielen Dank. Ja, jetzt haben Sie das Wort. Hier vorne ist eine Dame mit einer Frage. Ich weiß, dass man eigentlich Fragen stellen muss. Ich möchte aber trotzdem einfach ganz kurz kommentieren und widersprechen Ihrem Satz. Die Aufgabe der Politik ist es, den Menschen ein gutes Leben zu schaffen. Nein, die Aufgabe der Politik für mich ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Menschen ein gutes Leben sich selber schaffen können. Es sei denn, es geht ihnen schlecht. Und um Herrn Rösler zu zitieren, wir lassen die Menschen in Ruhe, aber nicht im Stich. Also da möchte ich widersprechen in dieser Sache. Und im zweiten Punkt, Sie sagen, müssen wir dann alles machen, was wir können? Nein, wir haben ethische Grenzen, natürlich. Aber jenseits dieser ethischen Grenzen würde ich sagen, ja. Wir müssen in der Technik, stellen Sie sich vor, allein für uns Frauen in der Großmuttergeneration. Es gab keine Spülmaschine, es gab keine Waschmaschine. Wann konnten wir arbeiten, wenn wir auch Kinder hatten? Das alles hat Technik, Fortschritt ermöglicht. Wir glauben heute, wir haben alles entdeckt, wir haben alles, es geht nicht weiter. Doch, und der Fortschritt hat immer auch gute, für die Gesellschaft sehr gute Ergebnisse. Ja. Sie würden gar nicht widersprechen, so im Wesentlichen, Frau Künstler, oder? Aber trotzdem vielleicht... Also ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich habe ja selber einen Ihrer liberalen Vordenker erwähnt, als ich gesagt habe, es geht um die Leitplanken. Vielleicht habe ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt. Die Aufgabe der Politik ist es natürlich, die Grundbedingungen zu schaffen, damit Menschen gut leben zu können. Die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Leitplanken zu schaffen, da sind wir uns völlig einig. Vielleicht nur zu einem Punkt, wo wir uns dann doch unterscheiden. Ich widerspreche nicht, dass wir technologischen Fortschritt brauchen, massiv brauchen. Wir müssen massiv investieren in Bildung, in Technologie. Ich glaube nur nicht, dass Fortschritt sich allein auf den technologischen Bereich reduzieren lässt. Fortschritt ist viel mehr. Und ich glaube, gerade liberale Vordenker haben das immer wieder ausführlich beschrieben. Mein Name ist Stefan, ich bin Wirtschaftsberater. Ich habe zwei Kommentare. Mir fehlt erstens, dass in allen Beiträgen überhaupt nicht darauf eingegangen wird, dass Freiheit eigentlich vordefiniert ist, jedenfalls im politischen Raum, durch die Freiheit vom Staat für den Einzelnen. Wir erleben in den USA durch die Einführung des Patriot Acts die Abschaffung der Grundrechte, ganz legal, kein Mensch regt sich mehr darüber auf. Wir erleben viele andere Dinge, denken Sie an Guantanamo etc. Denken Sie aber auch daran, dass wir seit 1. Januar eine Steuer bezahlen, die man falsch als Gebühr bezeichnet, nämlich die Steuer für den Wohlstand bestimmter Leute in Hamburg und in Mainz im öffentlichen Fernsehen. Unsere Freiheit wird an der Stelle massiv eingeschränkt. Und das Wesentliche an der Freiheit ist die Freiheit vom Staat und von Meinungssteuerung durch die, die arrogant genug sind, anzunehmen, dass sie das besser wissen als der Einzelne. Das ist der eine Kommentar. Und der zweite ist, denken Sie bitte an Friedrich den Großen, die Freiheit ist immer auch die Freiheit des Anderen. Auch ein Aspekt, der kaum zur Sprache gekommen ist. Das heißt aber auch, im religiösen Bereich denken Sie an die Freiheit des Andersreligiösen. Wir führen aber Kreuzzüge gegen die, die anderen Glaubens sind. Also von daher ist das Thema Freiheit noch ganz anders zu sehen, als wir es hier auf dem Podium diskutiert haben. Das ist eher eine volkswirtschaftliche Diskussion gewesen, wenn ich mal von den soziologischen Aspekten absehe.
Aber im politischen Raum, vor allen Dingen im völkerrechtlich globalen Sinne, spielt Freiheit eine ganz andere Rolle. Ja. Das ist ja die, wenn ich nur kurz sagen darf, ist ja die Tragik solcher Veranstaltungen, dass man über so viele Dinge immer nicht redet, weil die Zeit ja leider begrenzt ist. Aber trotzdem natürlich richtig. Darf, bitte. Ich habe sehr viele Dinge eigentlich, die ich gerne sagen möchte, aber ich beschränke mich auf zwei Dinge. Einmal, Herr Dr. Wolfgang Gerhardt hat als erster vorhin erwähnt Indonesien, aber ich weiß nicht, ob er weiß, dass der Name Indonesien von einem deutschen Stamm, nämlich von Herrn Adolf Bastian, und dafür danken die Indonesier an den Deutschen. Und ich danke Ihnen alle in dieser Stelle, denn ohne Name kann man nicht mal Personalausweis haben. Auf der anderen Seite, damit man nicht im eigenen Saft mord oder so, es gibt, also die Deutschen und die Indonesier sind unterschiedlich. Nee. Und die Indonesier denken reich ohne Reichtum, mächtig ohne Armee, Weisheit ohne studiert zu haben. Sie können darüber nachdenken, das ist etwas anderes, als was Sie gesagt haben. Dankeschön. Ja. Vielleicht möchte noch jemand eine Frage stellen. Das. Ach ja, da vorne. Eickhoff, Universität Potsdam. Es ist keine Frage, sondern mehr eine Anmerkung. Ich will das meiste, wenn ich darf. Ja, ja, ja. Das meiste unterschreiben oder fast alles unterschreiben, was gesagt worden ist, aber eben doch nicht alles. So wurde moniert, dass der Energieverbrauch doch nicht vom Wirtschaftswachstum abgekoppelt werden könne. Das hat mich überrascht, dass keiner widersprochen hat, darum habe ich aufgezeigt. Der Energieverbrauch in Deutschland wie in anderen Ländern ist seit Jahren, seit Jahrzehnten abgekoppelt vom Wirtschaftswachstum. Bei uns, das ist ein Faktum, darüber können wir gar nicht diskutieren. Der Primärenergieverbrauch, der Endenergieverbrauch nehmen ab, gehen zurück, das Sozialprodukt wächst. Also wir haben eine eindeutige Abkopplung. Und zwar läuft das seit den 80er Jahren. Warum? Wir hatten 73 und 79 die Ölpreiskrise. Die Ölkrise sage ich zunächst einmal. Die Ölkrise war eine reine Ölpreiskrise, führte eben zum Anstieg der Ölpreise und insgesamt zum Anstieg der Energiepreise. Daraufhin gab es zwei Antworten. Jetzt wende ich mich Frau Pinzler etwas zu. Zwei Antworten. Die Planwirtschaften waren darauf nicht eingestellt, konnten nicht reagieren und hatten danach erhebliche Wachstumseinbrüche, also Rezession durch die gestiegenen Energiepreise. Die Marktwirtschaften hatten ein großes Problem, die Preise stiegen, Sie können sich noch erinnern, 73, 79, in den 80er Jahren, und nach einigen Jahren passte sich die Wirtschaft wie auch die Haushalte an und haben eben durch technischen Fortschritt Energieverbrauch so stark gekoppelt, so stark gebremst, dass also diese Entkopplung, die ich gerade vorausgeschickt hatte, hier eingesetzt ist. Ich sagte gerade Frau Pinzler, wenn Sie dann andererseits sagen, ich habe den Satz aufgeschrieben, wir müssten Probleme nicht durch den Markt zu lösen, ist mein Beispiel ein Gegenbeispiel. Marktwirtschaften sind damit fertig geworden, Planwirtschaften nicht. Klammer auf. Ich sehe jetzt auch große Probleme bei unserer Energiewende. Das geht mir auch zu, planwirtschaftlich vor. Für mich wird die Energiewende scheitern, wenn da nicht bald gegengesteuert wird, bei den Maßnahmen, nicht beim Ziel, bei den Maßnahmen. Klammer zu. Das Unbehagen von Frau Pinzler am Markt, auch dann der andere Satz, Freiheit vom Markt, rührt wahrscheinlich von einem Missverständnis her. Sie nehmen Marktpreise, wie sie sind, und können sich nicht vorstellen, dass Marktpreise auch falsch sein können. Wenn wir knappe Ressourcen haben, die nicht eingepreist sind, wenn wir Ressourcen haben, die Emissionen verursachen und diese Emissionen ein Problem sind, aber keinen Preis haben, nicht eingepreist sind, dann ist der Marktpreis falsch. Dann haben wir externe Effekte, die das Wachstum und den Wohlstand schmälern. Das meinen Sie. Aber auch da rein empirisch, wir haben Emissionshandel, nicht seit gut 10 Jahren. Und die CO2-Emissionen sind eingepreist, verteuern die Produktion, gehen in den Marktpreis ein und wirken entsprechend, führen zu einer Reduktion von CO2-Emissionen. Also ich würde appellieren an Frau Pinzler, plädieren Sie dafür, dass der Markt die Chancen bekommt, die er hat.
Es gibt, das weiß ich genau, ich habe darüber immer wieder geforscht, Marktversagen. Aber die Beispiele, Sie genannt haben, externe Effekte und so weiter, sind ganz schlechte Beispiele. Der Markt hat also mehr Chancen. Ein freier Markt im Wettbewerb kann einen Großteil der Probleme, die jetzt angesprochen worden sind, lösen. Darauf wollte ich hinweisen. Ja, herzlichen Dank. Frau Pitzer, wollen Sie das kommentieren, weil Sie direkt angesprochen wurden? Ja, klar. Ich würde jetzt gerne ich könnte mit Ihnen mit Sicherheit eine Stunde darüber diskutieren. Die eine Diskussion, die wir nicht führen müssen, ist die, will ich nun zurück zur Planwirtschaft? Das ist gestrig. Wir wissen doch alle, dass die Marktwirtschaft natürlich den Kampf dieser Systeme gewonnen hat. Wir wissen, dass sie die effektivste Wirtschaft zur Bereitstellung von knappen Ressourcen ist. Das ist, glaube ich, das ist komplett umstrittig. Die entscheidende oder interessante Frage für Liberale und auch für alle anderen politischen Parteien, die in diesem System sind, ist doch, was kann der Markt, wo kann er etwas richtig und wo stimmt auch unser Bild von Staat und Markt nicht? Nehmen Sie ein anderes Beispiel, ich habe es nicht erwähnt oder vielleicht nur ganz kurz erwähnt, die Finanzmarktkrise. Wir alle oder ein Großteil der Ökonomen, bei denen auch ich gelernt habe, haben sich mit Finanzmärkten entweder nur zum Teil beschäftigt oder sie haben sie dargestellt wie normale Gütermärkte, wie reale Märkte. Nun funktionieren offensichtlich Finanzmärkte, weil sie überschießen können, zum Teil anderen Gesetzmäßigkeiten. Also wo stimmt da unser Bild von Markt und wo stimmt er nicht? Wo stimmt es nicht? Wo stimmt es, wenn wir beispielsweise sehen, dass Markt und Staat in den USA in einer Weise verknüpft sind, die verhindert, dass der Staat den Markt, den Finanzmarkt in einer Form reguliert, wie wir es bräuchten, weil der Markt durch politische Spenden, dadurch, dass man nicht Präsident werden kann, wenn man nicht bestimmte Zusagen dem Markt macht, bevor man gewählt wird, weil man sonst vom Markt nicht die Spenden generieren kann, dann die Regulierung nicht durchsetzen kann. Also wo stimmt unser Bild von Staat versus Markt, dem Staat, der reguliert und der Markt, der reguliert wird, einfach nicht mehr, weil die Realität eine andere ist. Wo brauchen wir neue Theorien von dem Zusammenspiel von Staat und Marktwirtschaft? Das, finde ich, sind eigentlich die viel interessanteren Fragen, in die wir, oder die Fragerichtungen, die wir gehen müssten, über die wir mit Sicherheit noch eine Stunde diskutieren könnten, aber das lassen wir jetzt. Nur der dritte Punkt noch, da wo der Markt auch nicht funktioniert, das Beispiel hatte ich ja erwähnt, ist tatsächlich die Frage der Bewirtschaftung von übermäßig vorhandenen Ressourcen, das, was der Lord Brown von BP angesprochen hat. Wie gehen wir damit um, dass Länder bestimmte Ressourcen besser nicht verwenden, die Inder nicht ihre Kohle komplett verheizen? Das kriegen sie durch marktwirtschaftliche Instrumente so oder durch den Preis der Kohle am Markt so erstmal nicht geregelt. Ich glaube, da war noch jemand, der sich meldete. Ja, vielleicht das, ja, eine Wortmeldung oder Frage sogar, können wir gut verkraften. Ganz kleines Thema von heute früh. Ich kaufe mir eine teure LED-bestückte Lampe, eine Tischlampe, zum Thema Markt und auch diese Unendlichkeit der Ressourcen. In der Beschreibung steht drin, wenn das Leuchtmittel kaputt ist, es ist nicht austauschbar, ich soll die Lampe 87 Euro entsorgen. Das erkläre mir mal bitte jemand. Und das andere Beispiel, Kaffeemaschine, 5 Jahre alt, Schalter kaputt. Schmeißen Sie bitte die Kaffeemaschine weg. Es gibt keinen Schalter mehr. Das sind doch Themen, die uns eigentlich bewegen müssten. Danke. Ja. Naja, gut, dass Sie eine LED gekauft haben und keine Energiesparlampe, die Quecksilber enthält. Sonst würden Sie womöglich noch den Gifttod sterben, wenn die Ihnen versehentlich zerbricht. Das wäre dann noch kompliziert. Ja, wie Rousseau schon gesagt hat, alles entartet unter den Händen des Menschen. Wie wir es machen, ist es vielleicht verkehrt. So war das jedenfalls damals. Ich meine, das Reparaturargument, das ist natürlich ein gutes Argument. Das sehe ich auch so. Ich meine, der Flassbart vom Uber möchte ja auch gerne ein iPad verbieten, weil man da den Akku nicht austauschen kann. Ist ein Argument. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, was so ein iPad alles spart. Also wenn man 3 Zeitungsabos da drauf hat, die vorher sozusagen wurden dafür Bäume gefällt, Druckfarbe gebraucht, die Zeitungen wurden durch die Gegend gekarrt, spart es ja auch wieder ein. Also die Sachen sind, also gerade in den Umweltfragen, also es gab, also das Wort zum Beispiel Umweltbilanz ist ziemlich aus der Mode gekommen, weil die Leute, die versucht haben, das wirklich in Euro und Cent zu berechnen, welche Umweltfolgen welche Technologie hat, die sind verzweifelt daran. Es ist oft sehr, sehr schwierig zu sagen, was genau Ressourcen schützt, was genau gut für die Umwelt ist und was nicht. Da muss man immer ganz genau hingucken. Und deswegen vielleicht darf ich da noch einen Satz hinzufügen, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft. Es gibt ja den schönen Satz von Karl Popper, lieber präzise falsch als vage richtig. Und das trifft es beim Bruttoinlandsprodukt auch. Wir wissen genau, dass das ein vollkommenes
unvollkommenes Maß ist, um den Wohlstand in irgendeinem Sinne zu messen. Aber wir wissen ziemlich genau, was wir da messen. Nämlich das sind Marktpreisbewertungen, jedenfalls im Wesentlichen bis auf den öffentlichen Bereich und so weiter. Und das ist in der Tat relativ sauber definiert, es ist international standardisiert. Wenn wir aber anfangen, irgendwelche negativen Externalitäten oder irgendwelche Umwelteffekte oder irgendwelche Bilanzen weitergehen zu ziehen, dann kommen wir ganz schnell in die Schwierigkeit, dass wir enorm viel wissen müssen über diese Vorgänge und sie dann auch noch mit Schattenpreisen monetär bewerten. Und dann bekommen wir, das kann ich Ihnen schon voraussagen, ein Maß raus, mit dem niemand mehr was anfangen kann. Deswegen das Plädoyer, übrigens auch in der Enquete-Kommission, bleiben wir beim BIP, aber nehmen wir weitere Indikatoren dazu, was wir übrigens ohnehin schon längst tun. Man guckt, wenn man die Lebensqualität eines Landes messen will, guckt man ja nicht nur auf das Bruttoinlandsprodukt, sondern auch auf die Säuglingssterblichkeit und den Gesundheitszustand und die Umweltqualität und so weiter. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen systematisieren, aber bitte nicht die Illusion hegen, dass wir irgendwo eine Alternative zu diesem schönen, einfachen BIP haben, das uns dann wirklich den Glückszustand oder irgendetwas anderes in der Gesellschaft misst. Vielleicht ganz zum Schluss, Frau Pinzler, ich glaube, wir sind ja so ungefähr eine Generation und als ich anfing als Journalist, da habe ich dann bei Kapital, bei dem Wirtschaftsmagazin gearbeitet, da war Johannes Gross, damals war der Herausgeber und der sagte dann, als ich da auch einen Themenvorschlag machte, wie schrecklich was da, sagte er, ja, früher glaubte jede Generation mit ihr, fange die Welt an. Und heute glaubt die neue Generation, mit ihr gehe sie zu Ende. Das hat er uns, ich weiß nicht, wie er jetzt über die aktuelle Generation denken würde, weil er ja nicht mehr lebt, konnte er das nicht mehr beurteilen. Aber haben Sie manchmal das Gefühl, dass diese besondere Form von Pessimismus, die hier zur Sprache kam, vielleicht auch ein Generationenphänomen oder vielleicht ein Zwei-Generationen-Phänomen war hier in Deutschland? Also Sie wollen jetzt am Ende eigentlich doch noch von mir hören, dass ich eine Pessimistin bin, ne? Ich Sie richtig verstehe. Bin ich nicht. Ich bin nur, glaube ich, anders als, ich bin nicht gerne blauäugig. Ich habe immer gerne so eine Risikoversicherung. Ich möchte das, was wir gehört haben von Herrn Schwenker, das Risiko, diese Wette auf die Zukunft, die möchte ich gerne gehedged haben. Und ich glaube, da unterscheide ich mich von den Herren doch sehr deutlich. Ich bin eine optimistische Pessimistin, vielleicht auch, weil ich Kinder habe und weil ich glaube, dass wir in dem, was wir im Moment tun, die Bedürfnisse der nächsten Generation nicht wirklich genug berücksichtigen. Okay. Herr Bakir, wie ist das bei Ihren Studenten an der Uni? Es ist gemischt. Es ist auch fachlich unterschiedlich. Also Ökonomen zum Beispiel sind, Sie würden das blauäugig nennen, ich nenne das realistisch. Sie sehen das oft positiver, weil sie eben an die Fähigkeit glauben, dass an die Anpassungsfähigkeit, die vorhin angesprochen wurden, auch nach den Ölkrisen, weil das Systeme sich irgendwo längerfristig doch anpassen, irgendwie lernfähig sind, wenn sie dezentral sind, wenn sie marktwirtschaftlich sind. Also insofern sehe ich dann nicht nur eine pessimistische Generation, aber es ist schon ein bisschen ein Modephänomen und ich glaube, Kierkegaard hat ja mal gesagt, wenn man den Zeitgeist heiratet, wird man schnell Witwer. Insofern kann es gut sein, dass das sich auch widerlegt. Ja, mir fällt auf, in meiner Generation, man muss eigentlich nur die Gitarre nehmen und den ersten Satz sagen, Karl der Käfer wurde nicht gefragt, dann können alle im Chor antworten, man hat ihn einfach fortgejagt. Dieser Smash-Hit der Umweltbewegung aus diesen 70er Jahren ist jedenfalls, glaube ich, uns in Fleisch und Blut übergegangen. Das werden wir unser Leben lang nicht mehr vergessen. Herr Mirsch, vielleicht als zum Schluss, wie nehmen Sie das so wahr, so in Ihrem Umfeld jetzt, in der Redaktion und so weiter, mit Ihrem komischen Optimismus? In der Redaktion, ja gut, da wird viel gefrotzelt, da kommt ja wieder der Klimaleugner. Ich wollte gerne was sagen zu den kommenden Generationen. Ich denke, es ist eine Wissensanmaßung zu glauben, ja, wir wüssten, was wir denen aufheben sollen. Also vor 50 Jahren hätte man gesagt, wir müssen denen unbedingt die Braunkohle aufheben, weil die ist so wichtig. Ja, ich lese gerade ein Buch, das heißt Die Welt in 100 Jahren, das ist rausgekommen 1910 von den besten Experten und klügsten Köpfen der damaligen Zeit, wie die sich vorgestellt haben, was in 100 Jahren wichtig sein wird. Und wir wissen es schlicht und einfach nicht, weil also wir sollten einfach die Schöpferkraft und den Erfindungsgeist der Menschen,
ja, zulassen einfach. Wir müssen den noch nicht mal fordern, einfach nur zulassen. Und ich denke, da kann man ein bisschen Vertrauen drin haben. Und ich möchte es nochmal sagen, dass was Sie gesagt haben, dass materielle, das Hecheln nach materiellem Wohlstand und Protz mit Statussymbolen nicht glücklich macht, können, glaube ich, sehr viele Leute unterschreiben. Das ist völlig richtig. Aber wenn es ein Teil der Menschen will, soll man sie einfach lassen. Das erledigt sich oft auch von selbst. Ja. Ein schönes Wort zum Schluss. Lassen Sie uns optimistisch in den Abend gehen. Ich weiß nicht, ob das für die FDP in Niedersachsen auch gilt, mit dem Optimismus. Aber heute Abend ist ja noch alles in Ordnung. Und in diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Fragen und die Kommentare. Und herzlichen Dank vor allen Dingen an alle, die hier auf dem Podium waren. Also ich fand das sehr, sehr interessant und hat mich weiter und klüger gebracht. Dankeschön.